Und hier ist Ihr Spielleiter, Matthias Optenhüffel. Guten Abend, Köln! Hallo! Vielen Dank! Ah. Hallo! Dankeschön! Kann mir einer mal anfassen hier? Dankeschön! Vielen Dank! Schönen guten Abend! Wir sind wieder da, nach 3 Monate Pause. Ja, das wird aber auch Zeit. Aber, wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben die Zeit auch gebraucht, um diese schönen Koffer zu befüllen mit unseren Scheinchen. Ladies and Gentlemen. Zum zweiten Mal in der Geschichte von Schlag den Raab spielen wir um 2,5 Millionen Euro. Wow. Ja. Und wer dieses schöne Geld gewinnen wird, das entscheiden eigentlich wie immer Sie zu Hause, denn Sie rufen ja für den Favoriten an. Ich zeige Ihnen gleich 5 Kandidaten, alle sehr, sehr sportlich, sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr schlau. Und Sie melden sich einfach für den Besten. Bevor es soweit ist, jetzt erstmal zu dem Mann, der eigentlich der einzig wahre Kämpfer in ganz Deutschland ist. Ein Phänomen ist nicht übertragbar. Das haben die letzten Wochen gezeigt. Er muss es doch selber machen. Denn nur er ist der Champ. 4-mal in Folge hat er zugeschlagen. Und deshalb liegen heute zum zweiten Mal in der Geschichte der Show unfassbare 2,5 Millionen Euro im Jackpot. Die höchste Gewinnsumme, die jemals im deutschen Fernsehen aus eigener Kraft gewonnen werden konnte. Heute will er weitermachen. Und die Aussichten stehen gut. Denn er ist super. Meine Damen und Herren, hier ist das Wettkampfwunder. Ja, er ist halb Mensch, er ist halb Raab. Schönen guten Abend, Stefan Raab. Ja. Dankeschön. Wir müssen das kurz erklären. Normalerweise grillt Stefan immer vor der Sendung, aber aus Zeitgründen, weil du heute den FC gucken wolltest, haben wir das hier ins Studio verlegt. Ja. Das hat sich ja gelohnt eigentlich, dass du nochmal live zum FC gefahren bist. Ne? Heute? Ja, ja. Ist nicht so gut gelaufen für den FC, aber deswegen muss ich wieder rausboxen heute Abend. Wie kann man denn mit 3 Toren Unterschied verlieren, meine Damen und Herren? Das kann doch eigentlich nicht sein. Du bist aber, wenn wir auf die Statistik gucken, mit 11 Siegen von 15 Shows, die letzten 4 Siege in Folge, eigentlich schon reif für Galileo Mystery. Hat sich Ayman schon gemeldet bei dir und will drehen? Nee, hat sich noch nicht gemeldet, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, in so dunklen Höhlengängen. Absolut. Wo dann irgendwie die Genzusammensetzung erforscht wird und so. Hier sind seine Turnschuhe und so. Ja, genau. Wobei man sagen muss, Statistik bei 2,5 Millionen sieht nicht gut aus. Die einzige, die wir hatten, hast du verloren. Ja. Ich sage nur den üblichen Namen an dieser Stelle, Olofemi, aber du hast es verdrängt, hast du mir gesagt? Ja, das war ja eine besondere Situation an dem Abend. Warum? Olofemi hat halt hinten raus tatsächlich nochmal
das Spiel umgedreht. Und es sah ja lange ganz gut aus für mich. Und woran es dann gelegen hat, kann ich im Endeffekt auch nicht sagen. Um 22.40 Uhr war er eigentlich im Deutzer Hafen schon ertrunken. Ja, kann man so sagen. Und dann hat das doch noch geschafft. Das ist eigentlich sensationell. Ja, aber das zeichnet die Show ja auch aus. Da sieht man, dass man den Abend einfach nicht vorzeitig abgeben sollte, weil wenn es um 23 Uhr so aussieht, als sei ich der klare Sieger, kann es sich bis 12:30 auf einmal wieder drehen. Das ist natürlich ein bisschen auch das System der Punkte. Also wer hinten raus die Punkte holt, der kann halt einiges wettmachen, was er vorne verpasst hat. Ja, das heißt für Sie zu Hause Traubenzucker bereitlegen heute bis 14:30 und nicht nur für Stefan und für mich und für uns, sondern auch für unsere Kandidaten. Und wir freuen uns auf unseren Ersten. Das ist Klaus Georg. Hallo. Der Schorsch. Herzlich willkommen, Professor Doktor. Ist ja Wahnsinn, was du alle machst. Für viele Menschen ist natürlich Wirtschaftsinformatik ungefähr das Trockenste, was es überhaupt auf der Welt gibt. Was reizt dich daran, bitte, in einem Satz? An der Wirtschaftsinformatik reizt mich, dass Wirtschaft und Informatik, also die beiden Gebiete, zusammenkommen, dass ich in der Praxis tätig bin, in Unternehmen, ja. Okay, ab morgen studiere ich's. Ja, hast mich überzeugt. Du läufst den Marathon, das haben wir gerade gehört, in 2:35. Da ist nicht viel Luft zur Weltspitze. Warum bist du nicht Profi geworden? Das ist ja unfassbar gut. Ja, ich bin, habe Freude an meinem Beruf und kann es genießen, Sport als Nebentätigkeit auszuüben, sozusagen Spaß daran zu haben. Und kann mein Geld anderswo verdienen. Und dein Geld auch anderweitig ausgeben. Du hast ja schon gesagt, die Kohle ist eigentlich schon weg. Die Kinder haben die Wünsche schon notiert. Die haben schon alles verplant, ja. Für 2,5 Millionen kannst du natürlich endlich auch, wenn du zur WM schon nach Südafrika fährst, auch endlich mal die Stadien fertig bauen. Das wäre ganz gut, dann findet die auch statt. Wer wird Weltmeister? Deutschland. Jawohl! Sehr gut. Viel Glück, Klaus-Georg. Na, da hat er doch schon die richtige Antwort gegeben. Und die nächste Kandidatin, wir haben eine Frau wieder im Rennen, ist Julia. Hallo Julia. Hallo. Schön, dass du da bist. Nee. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, wollte ich nur sagen. Als Dermatologin... Ganz ehrlich, kriegst du ja Sachen zu sehen, die wir sonst nur aus dem Horrorfilm kennen. Ja. Wie überwindet man, diese Dinge auch anzufassen? Naja, du hast ja erstmal Handschuhe an, ne? Ah ja. Das ist eine gewisse Barriere ist da. Grillhandschuhe. Und ansonsten ist es ja auch Veranlagungssache. Ich finde das spannend. Du findest das spannend? Was, das ist sehr spannend, ja. Manchmal da so wächst. Okay. Gut, das jedem das seine. Ich möchte mal kurz auf deine Wunschliste zurückkommen. Du möchtest mit dem Geld eine Biotech-Firma gründen und dann einen 2-wöchigen Elefantenkurs belegen. Du kannst das Geld auch gleich verbrennen, oder? Was ist denn da los? Warum? Ganz ehrlich, ich finde das ja super. Aber warum möchtest du auf Elefanten reiten und wann möchtest du das dann wieder anwenden? Das Elefantenreiten? Mhm. Naja, wenn es mir gefällt, für 2,5 Millionen kriege ich ja vielleicht einen, ne? Ach so. Aber, nein, es ist mehr. Ich will es einfach immer schon mal ausprobieren. Und es ist ja im Dschungel, Grenzerfahrung, sehr spannend. Absolut. Mhm. Ja, und dann demnächst als Hannibal über die Alpen. Warum nicht? So, genau. Du hast ein Tempo vorgelegt, das ist Wahnsinn. Du bist mit 30 schon promovierte Fachärztin auf dem Weg zur Professorin, oder nicht? Nein, noch nicht ganz Fachärztin, in der Facharztausbildung. Okay. Aber was planst du denn für die zweite Lebenshälfte? Nobelpreis oder Weltherrschaft? Vielleicht kann mit Nobelpreis dann die Welt regieren, ja, das wäre eine ganz gute Kombi. Eher Richtung Nobelpreis, genau. Okay. Wir drücken dir dafür die Daumen, aber natürlich auch für heute Abend. Julia, meine Damen und Herren. Und jetzt haben wir den Peter Prinz. Servus Peter! Hallo! So Peter, du hattest mit Abstand die längste Anreise, glaube ich. Wie viele Spiele hast du erfunden auf der Zugfahrt? 2, 3, 4. Na, ehrlich jetzt? Nein. Nein. Ah.
Finde ich gut, dass du jetzt schon anfängst zu lügen, warum nicht? Erzähl, das war deine erste Nacht im Hotel mit eigenem Badezimmer, hast du es genossen? Ja, aber ich bin mit meiner Frau hier. Ach so, ja, also doch Doppelzimmer. Ohne Kinder. Okay. Aber das ist wirklich bei euch sehr anstrengend dann im Bad. Du kriegst nie deine 5 Minuten, die du brauchst. Na, die Kinder wachsen ja, leider oder zum Glück. Und die Ansprüche steigen. Apropos Tochter, die hat ja gerade gesagt in der Matz, wenn du gewinnen solltest, bekommt sie eine Schildkröte. Ja. Warst du schon immer so spendabel zu Hause? Naja, das Ganze ist sehr inflationär mittlerweile. Das war im Januar war es die Schildkröte, mittlerweile ist es ein Pony, ein Computer, ein ja. Nintendo und so weiter. Okay, und noch ein Elefant und alles, was man sonst so nimmt. Ja. Okay, also du kriegst das Geld schon los, meinst du? Bei drei leider Damen zu Hause. Schon, ja. Ja? Ja, ja. Dann wünschen wir dir viel Glück, dass das klappt. Peter Prinz aus Österreich, aus Wien, meine Damen und Herren. Viel Glück für dich. Und warum hast du dich die ganze Zeit gefragt, nenne ich ihn Peter Prinz, weil er so heißt? Grund A, Grund B, weil wir 2 Peter haben. Ah. Wisse, jetzt haben wir nämlich Peter Neubert. Hallo Peter. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich leger angezogen hast heute Abend für uns. So, mit Gottes Hilfe möchtest du also Stefan schlagen. Ist nicht 2 gegen 1 auch bei Theologen ein bisschen unfair? Was meinst du? Nee, Stefan hat schon so viel gewonnen, jetzt reicht's mal. Okay. Und wenn der Pfarrer ihn schlägt, umso besser. Ne? Ja, okay. Können wir gelten lassen, Gott steht noch nicht auf der Dopingliste bei uns. 9 Jahre warst du Pfarrer in Tansania. Ja. War das nicht schwer für dich, zurückzukommen ins mittelalterliche Bayern danach? Das Wetter hier ist übel. Ja. Aber ja, ich habe dann das erste Mal Schlag den Raab geguckt, als ich wieder in Deutschland war, vor 2 Jahren. Und mir gedacht, da spielst du mal mit. Hast rein, hast ein paar Kerzen angezündet, hast einen Chef angerufen, nee, und hast gesagt, komm, das haben die Kinder den packen mal wir zusammen, oder was? Aber es hat dann geklappt, ja. Der Junge hat seinen Freund dabei gehabt und haben uns zusammen beworben. Sehr gut. Ja, jetzt bist du hier. Du sprichst neben Latein, Griechisch und Hebräisch auch Swahili, habe ich mir sagen lassen. Was heißt denn auf Swahili, ich schlag den Raab? Nitam Shinda Raab. Nee, oh. Das hörte sich jetzt an wie ich esse den Raab. Nitzan Schinderab. Okay. Peter Neubert, ich wünsche dir viel Glück, komm mal. Nitzan Schinderab. Wow. So, einen haben wir noch und das ist der Oku. Hallo Oku! Hallo, hallo. Oku, Oku, schickes Hemd haben wir da gerade gesehen. Du bezeichnest dich selbst als Musikdichter. Da waren wir beide jetzt persönlich ein bisschen verwundert. Geht es beim Reggae eigentlich nicht nur ums Kiffen die ganze Zeit in der Musik? Also textlich jetzt. Textlich ums Kiffen? Ja, dachte ich. Bei mir nicht. Okay, aber ich weiß nicht, was ihr den ganzen Tag macht. Ja, vielleicht sind das einfach diese Vorurteile, die wir haben. Was ist dein Thema eigentlich so in deinen Liedern? Das Thema ist, es geht um Originalität, um Positivität. Wir wollen der Gesellschaft was zurückgeben, einfach Spaß haben. Das ist gut. 44.000 Einwohner hat Homburg. Wir haben gesehen, knapp die Hälfte spielt in deiner Band. Das heißt, du hast schon die Stadt klargemacht, gleich anzurufen. Durfte ich doch nicht. Durftest du nicht? Nee. Nee? Also alles geheim, wir sind doch geheim hier, in geheimer Mission. Okay. Achso, aber so Freunde und so durften auch gar nicht. Die sehen jetzt, ach guck mal, der Oku auf der Treppe und so, ich werde verrückt. Ja, so ähnlich. Gut, dann rufen die vielleicht an, ja. Du bist erst mit 20 nach Deutschland gekommen. Ja, was vermisst du an Nigeria? Wobei ich gerade erfahren habe, du warst neulich erst da, du bist erst vor 3 Tagen genau, wieder hier. Genau, ich bin ne? vor 2 Tagen zurückgekommen. Was hast du gemacht da, Trainingslager oder? Ja, genau, in der Höhenluft von Nigeria. Ja. Nee, ich war unten im Urlaub, Familienurlaub gemacht und habe noch einige Projekte, die ich dort unten noch betreue, beobachtet und mal nachgeschaut, ob noch alles in Ordnung ist. Sehr gut, ja. Und, aber pünktlich wieder da. Jetlag gibt es ja jetzt nicht wirklich so... von Nigeria nach Deutschland insofern. Bitte? Ich Jetlag gibt's ja nicht. Nee. Ne? Also Zeit insofern, du bist fit heute Abend. Ich bin definitiv fit. Sehr gut, wir drücken dir die Daumen. Oku, Ladies and Gentlemen, unser 5. Kandidat. Ja, schlechte Nachricht, ne? Schon wieder jemand mit nigerianischen Wurzeln, wie bei Olufemi. Ob das ein gutes oder schlechtes Omen ist,
Wir werden es sehen. In dieser Jahreszeit hast du eigentlich so noch so ein paar geplünderte Ostereier hier rumbaumeln. Aber ich sehe, du bist in Shape. Ja, ich bin in Topform. Ich habe so ein bisschen Angst auch. Eigentlich wie immer. Ja, aber das Sakko ist sogar zu groß, meine Damen und Herren. Er hat wirklich ein Kampfgewicht hingelegt und das wird heute eng für unsere fünf, auf jeden Fall. So viel darf ich euch schon auf den Weg geben. Aber noch wissen wir ja nicht, wer gegen Stefan spielt. Immer noch nicht das Glöckchen. Doch, da ist es. Dann lassen wir mal die Balken rein. Gegen wen spielt Stefan heute um 2,5 Millionen Euro? Oh, was ist denn da los? Das ist sehr deutlich. Das haben wir sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Nicht dabei auf Platz 5 ist Peter Prinz aus Österreich. Schade, Peter. Toller Kandidat trotzdem. Auf Platz 4, ebenfalls nicht gegen Stefan heute antreten wird, Julia. Unsere Ärztin Julia, das Licht geht aus. Auch für dich leider. So, wir sind auf dem Treppchen. Wer ist auf der 3 und ärgert sich sicher auch? Klaus Georg. Der Professor hat es auch nicht ganz geschafft. Schade. So, jetzt der Pfarrer oder der Musiker? Peter oder Oku? Gegen wen spielt Stefan um 2,5 Millionen Euro heute Abend? Es ist Oku! Vielen Dank, ihr vier. Oku, komm zu uns. Da wird getanzt schon. Hallo Oku, das ist Stefan. Wow. Fühlt sich gut an, oder? Ja, fühlt sich gut an. Nicht schlecht. Ja, Oku macht jetzt schon Party, obwohl noch kein Spiel gemacht wurde, finde ich gut. So, Oku, du weißt aber, was wir mit dir vorhaben. Was denn? Pass mal auf. Wir haben 15 Spiele vorbereitet. Mhm. Die sind in ihrer Wertigkeit steigend. Also fürs erste Spiel gibt es 1 Punkt, fürs zweite 2, fürs dritte 3. Geht hoch bis zu Spiel 15, 15 Punkte. Rechnen wir das alles zusammen, kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 120. Die Hälfte ist 60. Wer also heute Abend als erster 61 Punkte hat, gewinnt diesen Abend und geht mit 2,5 Millionen Euro nach Hause. Wow. So einfach. Ist es Stefan, wie eben schon großspurig angekündigt, dann spielen wir am 23. Mai um 3 Millionen Euro. So könnte dieser Abend verlaufen. Schaut mal unser Scoreboard. Das ist es. Anzeigentafel, die werden wir heute öfter sehen. Also Oku gewinnt das erste Spiel 1 Punkt, Stefan das zweite 2, theoretisch dann der Wechsel und so weiter und so fort. Hatten wir neulich mal gehabt, aber das heißt ja nichts. Auch wenn es vorne abwechselnd ist, kann es ja hinten sogar dann doch klar werden, denn hinten sitzen die dicken Fische und da werden die Punkte gemacht. Was natürlich nicht heißt, dass vorne ein kleines Pünktchen auf der 1 nicht entscheidend sein kann. Und dann irgendwann, Oku, jetzt käme die Situation, du hast 49 Punkte vor dem 14. Spiel. Wenn du das gewinnen würdest, hättest du wie viele Punkte? Ich habe nicht mitgedacht. Sorry. Ja, du hast nicht mitgedacht. Oku, ein kleiner Tipp. Heute Abend solltest du mitdenken. Noch nicht. Jeder Situation. Du hättest 63 Punkte. Ja. Damit wäre das 14. Spiel ein sogenanntes Matchballspiel und du hättest gewonnen. Ja? Okay. Wir werden dich dann aber auch aufwecken, wenn es soweit ist und du gewonnen hast. Also, ihr habt alles verstanden? Alles verstanden. So, dann nimmt noch ganz kurz Platz, ein paar Sekunden, denn wir stellen jetzt noch zwei sehr, sehr wichtige Menschen vor. Die heute Abend natürlich auch mit Argusaugen auf unsere zwei Kontrahenten blicken werden. Das ist zum einen unser Gerechtigkeitsbeauftragte, der Notar Dr. Richard Böhr. Schönen guten Abend, Herr Dr. Böhr. Hallo und guten Abend, Herr Optenhöfe. Wir machen es wie immer, oder? Wir machen es genau wie immer. Das heißt, ich höre Sie nie und sehe Sie nie, weil hier alles mit rechten Dingen zugeht. Aber wenn was passiert, dann rufen Sie an auf diesem formschönen runden Telefon, ja? Dann werde ich mich sofort melden. Das ist nett von Ihnen. Vielen Dank, Herr Dr. Böhr. Und auf unserer Pressetribüne nimmt wie immer Platz unser Kommentator Frank Buschmann. Namen Buschi. Wunderschönen guten Abend hier aus der Kommentatorenkabine. Also
Ich möchte dem Stefan ja keine Angst machen, aber irgendwie erinnert Oku mich ein klein wenig an Olufemi. Da war doch was, ne? Als es um 2,5 Millionen ging. Der wirkte auch so ein bisschen so, als sei er gar nicht bei der Sache. Das war ja bei Oku gerade ganz genauso. Und dann gab es eine Klatsche für Stefan Raab. Wollen wir mal gucken, wie es heute ist? Auf geht's, bitteschön. Danke, Buschi. Und wir wollen auch mal gucken, wie die Stimmung in der Family and Friends Box ist. Hallo, schönen guten Abend. Die Frau, ne? Ja, genau. Hab ich doch wiedererkannt. Und? Geht's gut? Ja. Oder ist jetzt gerade ganz schlimm? Im Moment noch. Kann ich mal die Händchen haben? Ist ein kalt. Ja, das ist richtig. Sie sind im 3-Sterne-Fach gewesen, glaube ich, gerade, oder? Genau. Wahnsinn. Und gutes Gefühl? Packt er das? Auf jeden Fall. Ja? Ja, klar. Und wen haben wir hier? Das ist die Schwester. Die Schwester. Und da ist sehr viel Optimismus im Gesicht, oder? Da ist sehr viel Optimismus. Das war die einzige Hürde, die er schaffen musste, hier reinzukommen. Ach so, und jetzt wird alles klar, gut. Und der Bruder vielleicht? Der kleine Bruder, genau. Der kleine Bruder, stimm mal auf, bitte. Muss ich? Ja. Ja, hallo kleiner Bruder, setz dich wieder hin. Was kriegst du denn, wenn er gewinnt? Schnürsenkel als erstes und was noch? Nö, ich weiß es nicht. Ich lass mich überraschen. Oku and the Reggae Rockers. Unfassbar gut ausgestattet von seiner Band. Also ihr drückt die Daumen. Das ist sehr nett. Kommt nach vorne. Es geht los. Jetzt beginnt aber der Kampf um 2,5 Millionen Euro mit diesem Spiel. Hier ist Spiel 1. Luftballons. Ja, wir starten gleich mit einem Kindergeburtstagsklassiker. Was ist hier denn los? Ja, das ist Luftballons aufblasen mit Stützrädern. Ihr bekommt ein Panzerglas. Kabinchen, so würde ich es mal sagen. Ihr habt sogar auch Ventile. Ja? Braucht ihr noch einen Helm oder Handschuhe oder macht ihr es so? Ich weiß so gar nicht, was jetzt auf mich zukommt. Du musst deswegen diese drei Luftballons zum Platzen bringen. Okay. Stefan natürlich auch. Drei Luftballons reinblasen. Das ist ein Rückstauventil. Das heißt, ihr müsst die Luft nicht irgendwie anhalten, sondern immer rein damit. Ja? Okay. Und wer seine drei Luftballons als erster zum Platzen gebracht hat, hat dieses Spiel gewonnen. Ja. So einfach ist das. Noch irgendwelche Fragen? Reihenfolge ist mir völlig egal. Mhm. Fangt an, wo ihr wollt. Nur am Ende müssen drei Luftballons geplatzt sein. Oko, möchtest du passend zum Polohemd so stehen bleiben bei Blau oder möchtest du wechseln? Das du darfst dir das aussuchen. Ja? Blau passt, ist gut, ist in Ordnung. Spitze. Ja, also du kennst den Satz von jedem zweiten Wochenende. Bitte blase in das Röhrchen, bis ich Stopp sage. Jetzt geht's los. Spiel 1, Luftballons. So, da geht's also jetzt direkt mal los. Und stopp. Jetzt unterbricht Stefan Raab von selbst. Das wenn Rückstauventil funktioniert nicht. Mach nochmal. Ja. Ja, da hat er natürlich recht. Ja. Ja. Machen wir bei den anderen. Sorry. Ja, sorry. Da funktioniert's. Da funktioniert's. Tut mir leid. Stopp. So. Wir machen's mit zweien. Du machst. Ja, das geht ja jetzt nicht. Sonst meinst du. Hier, das ist tot. Okay. Der ist auch tot. Du bläst bitte deine beiden auch so an. Ja. Einmal rein. Ja, was? Willst du Vorsprung haben, oder was? Ja, dann mach zumindest mal den schon mal kaputt. Ja, den sehen wir nicht. Damit ich weiß, wie weit er ist, damit ich das sehen kann. So. Ja, gut. So, bitte anblasen. Jetzt, aber fang mal langsam, du kannst dann immer nach. Nee. Ja, stopp! Vielleicht kriegen wir mal eine. Ja! Nein, das ist völlig gut. Oder? Völlig gut. So, den ganz auch langsam, Oku. Er wollte schon Olufemi sagen, hast du gemerkt? So. Genau so. Langsam. Stopp. Oh, mein lieber Mann, da, ja, wenn ich dann da auch, nicht. Komm, du darfst dann auch noch ein bisschen. Stopp! Ich glaube, jetzt muss ich nochmal. So. Was? Nein, nix. Der ist ja deutlich größer als der. Das sieht gut aus, oder? Das sieht gut aus, ja.
Ja. Ja, Spiel 1, meine Damen und Herren, mit halb 3 habe ich gar nicht übertrieben. Soll ich den abmachen? Der geht nicht ab. Komm. Was ist denn, was, je nach, war noch dein Signal jetzt oder was? Nein. Oder los? Oder was ist das? Spiel 1. Noch nicht den Mund dran. Hände von mir aus, aber Mund noch nicht. Spiel 1. Luftballon. Startet jetzt! Und das ist das Schöne bei Schlag den Rab. Man merkt beiden von Beginn an ganz deutlich an, dass sie hier wollen, dass es um die Wurst geht. Für ihn um die Ehre als Edelzocker hier bei Schlag den Rab und für ihn hier, für Oko, um 2,5 Millionen Euro. Der hat mächtig was in der Lunge, kann man ja vom Musiker auch erwarten. Und wie viel Luftballons hat Rab schon bei Kindergeburtstagen aufgeblasen? Offensichtlich weniger als Oku, der legt hier los wie die Feuerwehr, ist vorne, hat hier alle Karten in der Hand, das erste Spiel zu gewinnen. Oku. Ja, Stefan, kommt da normalerweise nicht mehr hinterher. Das muss Oku eigentlich gewinnen. Deutlich hier links der Vorsprung vom Mann aus Homburg. Das kann Raab normalerweise nicht mehr schaffen. Er ist der Mann für die unmöglichen Dinge, aber diesmal schafft er es nicht. 1-0 für Oku. Wahnsinn! Ist der warm geworden? Ich kann nicht mehr reden. Das ist ja unfassbar. Bläst du vorm Frühstück jedes Mal eine Hüpfburg auf, oder was? Das ist ja der Wahnsinn. Aber es ist der erste Punkt für Oku. Und zwar... Oh. Völlig verdient. So, ihr seid ein bisschen blass um die Nase. Wir schauen mal, was wir jetzt für euch vorbereitet haben. Hier ist Spiel Nummer 2. Wer ist das? Ist doch nett von uns, dass wir jetzt ein Pultspiel haben. Also ihr könnt, was ist? Alles gut? Ich weiß auch nicht. Willst du stehen? Du kannst auch stehen. Das war verdammt anstrengend. Ja, und das war Spiel 1 von 15, Uku. Also, wer ist das? Ist ein bekanntes Spiel von Schlag den Rab. Ich zeige euch ein Foto und ihr sagt mir, wen ihr seht. Ich möchte bitte Vor- und Nachname haben. Nur der Nachname reicht mir nicht. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Ist die Antwort richtig, bekommt ihr einen Punkt. Bei falscher Antwort bekommt der Gegner einen Punkt. Und das Bild ist aus dem Spiel. Ja, also kein Abstauber hier möglich. Wer zuerst 7 Punkte hat, 7, der hat dieses Spiel gewonnen. Wir machen mal ein Beispiel. Was hast du eine Frage? Ich habe das eben nicht mitgekriegt. Wenn ich falsche Antwort gebe, kriegt er einen Punkt. Okay. Ja? Aber er kann nicht noch einen Punkt machen, okay, indem er es weiß, sondern dann ist es raus. Okay. Ja? Wir machen mal ein Beispiel. Wer ist denn das? Ich glaube, mittlerweile weiß ich es, weil er das immer als Beispiel nimmt. Richtig, und du weißt es aber nie. Ja, doch, der heißt Joachim Luger, mein Freund. Du hast aber nicht gedrückt. Doch, jetzt aber. Joachim Luger, Hans Beimer der Lindenstraße. Es ist richtig. Es ist richtig. So. Ich kann es nicht. Okay. Damit brauchen wir das nächste Mal ein anderes Beispiel, denn nach 8 Anläufen hat es Stefan dann noch mal gemerkt. Sehr gut. Also, wer zuerst 7 Punkte hat, hat gewonnen. Alles verstanden, Uku? Alles verstanden. Gut, hier ist unser erster Promi. Wer ist das? Ja, Rach. Rach, Hans Rach. Rach, scheiße. Hans Rach ist... Falsch. Scheiße. Das ist ein Punkt Vornamen für Oku. Nein, das gibt's doch nicht. Ja, Christian Rach, der Restauranttester. Ja, und damit führt Oku mit 1-0. Der Zwegert, der Restaurantbesitzer. Christian Rach. So, es geht weiter 1-0 für Oku durch den Fehler von Stefan. Hier ist der nächste Promi. Wer ist das? Oku? Sean Penn. Sean Penn ist korrekt. Zwei zu null, diesjähriger Oscar-Gewinner für Milk. 2-0, Oku. Lass das Pult stehen, Stefan, wir brauchen es noch. Der nächste Promi kommt jetzt. Wer ist das? Oku? Ypsilanti, Andrea Ypsilanti. Andrea Ypsilanti ist... falsch. Jutta das Nahles. Ist, Jutta das Nahles. Ist, Nahles, ups. Oh. Jutta Nahles auch gut. Nicht, Andrea, aber Andrea Nahles. Nahles. Gut. Boah, Gott sei Dank. Ja. Wieso komme ich denn jetzt auf Jutta? Ich weiß nicht, Jutta Ditfurth vielleicht. Jutta Ditfurth. Hatte auch so eine Frisur. Ja, ist richtig.
wirklich. Boah, Leute. Ja, ja, es ist schwer. 2:1, bitte konzentriert euch. Vor- und Zunahme muss richtig sein. Hier ist der nächste Promi. Wer ist das? Wie soll das denn sein? Schön gemacht ist sie auf dem Foto. Auf dem Foto ist sie schön gemacht, das heißt normalerweise hässlich, oder was? Nein, aber das sieht ja nun sehr elegant aus. Also, normalerweise kriegt sie andere Sachen. Aber ich kann es gerne auflösen, wenn ihr wollt. Keine Idee, Oku, Stefan. Ja, auf dem Bild kann ich nicht erkennen. Biathlon. Vielleicht. Magdalena Neuner. Ja, aber das ist zu spät. Ja, ich kenne die nicht. Es bleibt beim 2:1 für Oku. Hier ist der nächste Prominente. Wer ist denn das? Stefan? Kasai. Ja. Oh Mann, ey, wie heißt der mit Vornamen? Ich sag's dir, Hamid Kasai. Ah. Das ist ein Punkt für Oku. Mann. Der Präsident von Afghanistan, Hamid Karzai. Hamid Karzai. Was steht's denn jetzt, wenn wir fangen? Es steht 3:1 für Oku. Mann, wieso drücke ich denn, wenn ich den Vornamen noch nicht habe? Ich weiß es nicht. Sechster Promi, jetzt. Wer ist das? Sayla Myrus. So heißt die auf keinen Fall und das ist ja auch Sayla Myrus. Weil die heißt eigentlich Miley Cyrus. Das dürfte, wenn ich falsch gewesen wäre. Ja. Aber das ist ja sie auch ist nicht, es sowieso ist. Nicht. Es ist Vanessa. Ja, gut. Die sehen sich alle so ähnlich. High School Musical. Kennst du doch eigentlich, Stefan. So. Ja, natürlich. Das ist der zweite Punkt für Stefan durch einen Fehler von Oku. Vielleicht jetzt mal wieder ein Sattentreffer von einem von euch. Hier ist der nächste Promi. Wer ist das? Nina Eichinger. Nina Eichinger. Alles richtig. Namen habe ich nicht mehr gewusst. Bernd Eichingers Tochter, DSDS-Jury. Und das ist der Ausgleich 3:3 zwischen Stefan und Oku. Und hier ist der nächste Prominente. Sagt mir den Namen. Oh. Ganz ehrlich, hier, reicht, das ist schwer. Hier reicht mir der Nachname aus. Ja, ist klar, aber das, kann ich, das ist mir zu heiß, das jetzt zu sagen, wer das ist. Wolter? Oku? Ich trau mich nicht, nein. Okay, dann mach ich zu. Es ist entweder fix oder Foxy. Nein, es ist fix. Ja. Weil Foxy hat eine blaue Latzhose, Steffen. Ja. Das ist so, das weiß ich auch nicht, aber das wurde mir so gesagt. Okay, 3:3, weiter geht's. Hier ist der nächste Promi, wer ist das? Lucien Favre. Lucien Favre. Und das ist richtig. Der Trainer von Hertha BSC Berlin. Zweimal Schweizer Trainer des Jahres 2006, 2007 und hebt die Hertha wieder nach oben. 4:3 für Oku. Wer ist das jetzt? Charlie Watts heißt er. Schlagzeuger von Stones. Alles richtig. 4:4. Der Trommler der Stones. 4:4 zwischen Stefan und Oku. Weiter geht es mit diesem Prominenten. Nicht sagen bitte. Keine Namen. Wollt ihr nicht? Ich riskiere das nicht. Beide nicht? Dann sage ich es euch. Martina Gedeck. Die sieht aber da ganz gut. Ulrike Meinhof in der Bader-Meinhof-Komplex. Ja. Naja, ist ein Foto halt von ihr. So, 4:4, weiter geht's. Wer ist das? Nennt mir den Prominenten.
Vor- und Zunahme. Walt Disney. Stimmt. Stefan sagt stimmt. Walt Disney. Stimmt. Und ist es richtig? Und damit geht Stefan in Führung. 5-4 für Stefan. 2 Punkte noch, dann hast du dieses Spiel gewonnen. Bis 7 und wir suchen den nächsten Promi. Wer ist das? Weise. Fernando Torres. Fernando Torres. Es ist Fernando Torres. Ja, dem klatschen wir eigentlich nicht zu. Der hat uns zum Vize-Europameister geschossen. 5-5 und bitte nochmal ans Publikum, keine Namen reinrufen. Seid fair, die schaffen das ganz alleine hier, die Jungs. Unentschieden, jeder noch 2 Punkte. Hier ist der Nächste. Wer ist das? Den gerade noch gesehen. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Ist er hier, oder was? Nee. In einem Film. Ich kann gerne auflösen, wenn es euch zu heiß ist. Der Name fällt mir nicht ein. Deutscher Schauspieler, ja. Michael Mendel. Ja, okay. Wir haben ja noch ein paar. Zum Beispiel diese Person. Wer ist das? Ach, Leute. Wie kann ich das denn verschenken? Ich brauche einen Namen. Kopfstand, dann fällt es vielleicht raus. Ich weiß genau, wenn ich sag's, dann ärgere ich mich. Ganz ehrlich, das ist der Sinn des Spiels. Ach, Leute. 5, 4, 3, 2, 1. Ich möchte jetzt eine Antwort, sonst löse ich auf. Ach, macht hier Talkshow und ewig schon. Amelie Fried. Leute. Ja. Wir nehmen nicht gleich den Arm, Stefan. So, es geht weiter. 5-5. 2 Punkte noch. Für wen? Hier ist der nächste Promi. Stefan? Wladimir Klitschko. Wladimir Klitschko. Es ist Wladimir Klitschko. Es ist nämlich der jüngere Klitschko. Und der andere heißt Vitali. Damit geht Stefan mit 6-5 in Führung und hat einen Spielball, denn noch eine richtige Antwort oder ein Fehler von Oku bedeutet, dieses zweite Spiel geht an Stefan Raab. Nächster Promi, wer ist das? Stefan? Nein! Oh, dieser englische West... Vivian Westwood, Mann! Ja, ist richtig. Vivian Westwood. Vivian Westwood. Britische Modeschöpferin. Das ist aber trotzdem Okus Punkt, denn du brauchtest deutlich länger als 5 Sekunden. Habe ich nicht mitbekommen. Doch. Deshalb sage ich es dir jetzt auch. Das heißt, wer jetzt den Punkt macht oder einen Fehler schenkt, dann haben wir eine Entscheidung. 6-6. Spannender kann es jetzt schon nicht sein in diesem zweiten Game. Hier ist euer Prominenter. Viel Glück. Stefan. Nicolas Cage! Nein! Nicolas Cage ist richtig! Wow! Das wird ein harter Abend! Für die beiden wahnsinnig spannend und das sind Stefans erste Punkte für heute Abend. 2 Punkte nach dem Spiel
Wer ist das? Er geht in Führung mit 2:1. Und das ist unser nächstes Spiel. Wir spielen Hockey, aber was für ein Hockey, das verrate ich euch gleich. Gleich wird Hockey gespielt bei Schlag den Rab. Wir sehen uns. So. Hockey, ne? Und das ist unser Hockeyfeld. Was ist das denn bitte für ein Hockey? Das erklärt uns jetzt Konstantin Sicking, Vizepräsident des Nordrhein-Westfälischen Uni-Hockey-Verbandes. Hallo Konstantin. Hallo. Ich hab's ja durch deine Funktion so ein bisschen verraten. Uni-Hockey wird das hier genannt, in Skandinavien Innebandy. Genau. Das ist eine ganz, ganz leichte und schnelle Art von Hockey. Man sieht das an dem Ball. Der wiegt, glaube ich, 23 Gramm alleine. Genau, der Ball wiegt nur 23 Gramm. Die Schläger meistens auch nicht mehr als 250 Gramm. Super leichte Materialien, dennoch aus Carbonfasermaterialien hergestellt. Sind sehr flexibel, fest. Aber leichtes Material, deswegen verletzungsunanfällig und schnell zu erlernen. Trotzdem sollten die Schläger nicht in die Gesichter der Gegner. Nein. Ja, so viel ist schon mal an Regel hier zu erzählen. Ihr spielt 1-1, das überrascht viele. 5 Minuten insgesamt, das ist eine Menge. Ja? Das ist sehr, sehr viel, weil es geht richtig auf Tempo. Wenn ihr ein Tor schießt, müsst ihr umgehend zurück in eure Hälfte. Ja? Hier ist der Mittelpunkt, das heißt, könnt ihr euch orientieren. Verboten sind Checks. Ja, also sowas ist verboten. Körperbetontes Spiel ist verboten, Schläger durch die Beine ist verboten, Stockschlag ist auch verboten, also auf den Schläger hauen des Gegenspielers oder von unten zu heben ist verboten. Man muss erst den Ball berühren und dann erst den Stock. Dann Arm, Hand und Kopf auch niemals, ist auch ein Foul. Ja, aber wie sieht es mit dem Fuß aus? Man darf mit dem Fuß zwar kein Tor machen, aber man darf abwehren. Also die Sportart heißt Unihockey für universelles Hockey, das Beste aus allen und warum sollte man den Fuß nicht mitnutzen? Man darf den Ball mit dem Fuß stoppen, Vorhand und Rückhand des Schlägers nutzen und auch mit beiden Seiten Tore schießen. Aber man darf mit dem Fuß nicht kein aktiv ein Tor machen. Genau. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. So, wer nach Ablauf der 5 Minuten die meisten Tore geschossen hat, gewinnt das Spiel. Bei Unentschieden gibt es 1 Minute Verlängerung. Jetzt brauchen wir noch den Münzwurf, um zu sehen, wer beginnt. Du darfst die Farbe wählen. Gelb, schwarz. Ich nehme gelb. Es ist gelb. Ja, du fängst an. Okay. Ich habe noch eine Frage. Ja. Aber vorhin was mit dem Heben. Das habe ich eben nicht so richtig mitbekommen. Stock über Hüfthöhe ist auch verboten. Okay. Also nicht hier ausholen und dann köpfen, sondern über Hüfthöhe ist der Stock, Kelle, Knüppel, je auch immer, was ihr sagen wollt, verboten. Es wird sich nicht eingespielt. Bitte geht ins Spielfeld. Oku. Stefan auch. So, los geht's. Jeder nur ein Stock, wenn es geht. In der Mitte fängt's an. Nein, nee, du hast den Ball. Du hast ja die Wahl gewonnen. Stefan auf der anderen Seite. So, Spiel Nummer 3, Hockey. Konstantin pfeift an. Also Oku im roten Trikot, Raab in Blau. 5 Minuten, das werden wir im Laufe dieser Partie noch sehen beim Uni-Hockey. Unglaublich lang. An diesem Wochenende werden die deutschen Meisterschaften ausgespielt. Weißenfels, die Uni-Hockey-Hochburg. So, und macht Raab Köln zu einer Uni-Hockey-Hochburg. Da versucht das mit einem Schlenzer, aber doch relativ deutlich am Gehäuse von Oku vorbei. Also man sieht, das geht schon fix zur Sache. Aber beide tun sich noch schwer mit Offensivaktionen, weil auf der anderen Seite auch beide recht gut verteidigen. So, also es gilt, den Gegner auszuspielen. Genau, zu schauen, wo ist eine Lücke. Da versucht das mit Bande, Stefan Raab. Gar nicht so schlecht. Aber Oku steht gut in der Verteidigung. Ja, schöne Drehung da um die Körperlängsachse bei der Verteidigungsaktion. Und jetzt die Riesenmöglichkeit. Aber es fällt kein Treffer hier. Aber nur mal für die beiden Herren. Es sind noch 4 Minuten. Wieder kein Tor, auch nicht für Raab. Der bleibt aber am Drücker jetzt. Wieder knapp verfehlt. Weiter. Ich glaube, am Ende wird es eine Frage der Kondition werden. Jetzt Raab mit dem Bauerntrick vielleicht hinten rum. Aber Oku steht wieder gut da. So, Raab pumpt schon kräftig. Ist sehr, sehr schlank, aber was ist da mit dem Lungenvolumen?
gute Möglichkeit. Aber er macht jetzt Druck, Stefan Raab. Muss aufpassen, dass er nicht in einen Konter läuft. Das ist jetzt leichtes Austraben, was er da veranstaltet. So, 3:30 noch. 3 Minuten, 30 Sekunden noch. Wir sind noch torlos hier beim Unihockey bei Schlag den Raab. Um 2,5 Millionen Euro geht es für Oku. Für Raab um die Möglichkeit, den Jackpot auf 3 Millionen für die Sendung am 23. Mai zu schrauben. Und jetzt geht er in Führung. Schön reingeschoben, halb hoch. Die Führung für Stefan Raab beim Unihockey 1:0. Kommt sofort die Antwort. Ach, durch die Beine von Raab, aber ganz knapp vorbei. Ja, der scheint schon fast fertig hier, Stefan Raab. Oku mit der Einschläfertaktik jetzt. Oh, da hat er leichten Fehler in der Stockführung gehabt und ganz knapp vorbei. Dieser Ball, Chance für Raab. Ja, er läuft kaum noch, aber glauben Sie mir, meine Damen und Herren, das geht unglaublich an die Pumpe. Und die Beine. Damit die beiden was zum Freuen haben, es sind immer noch gut 2,5 Minuten. So, Raab jetzt in des Gegners Hälfte, macht da Druck und mit der... Ah, da ist das Tor verschoben. Tor ist leicht verschoben. Durch die Beine für Oku. Schläger durch die Beine. So, jetzt ist die Torlinie nicht mehr ganz in Ordnung da. Also, ich weiß nicht, aber der Schiedsrichter lässt laufen. Und der Ausgleich von Oku. 2:16 vor dem Ende. 2 Minuten und 10 Sekunden noch. 1:1 zwischen Oku und Stefan Raab, der jetzt wieder Druck macht. Hat Oku Glück. 2 Minuten noch. 1:1. Oh, da hat Oku nicht aufgepasst. Kam Raab noch mal von hinten angerauscht. Oh, wenn die hier in die Verlängerung müssen. Das wird aber ein Geschnaufe. Foul für Oku. Von hier. Was? Stockschlag. Von mir? Von hier aus, ja. So, 1,5 Minuten gut noch. 1:1. Bringt der nächste Treffer hier vielleicht schon die Entscheidung beim Hockey? Bei Schlag den Raab an diesem Samstagabend. Ja, Raab beschränkt sich jetzt fast ein wenig aufs Verteidigen da hinten. Geht dem eigenen Ball in der Offensive gar nicht mehr hinterher. Jetzt ist er in Ballbesitz. Oh, nee, das funktioniert nicht. 1:15 noch. 1:15 noch. Und jetzt müssen die Zuschauer hier Oku unterstützen. Geht er in Führung? Nein. Raab mit der Bande. Ja, man merkt deutlich, jetzt will hier keiner den vielleicht entscheidenden Treffer kassieren. Raab mit dem Tor, mit dem 2:1. Und jetzt wird er verteidigen wie ein Löwe. Stefan Raab hier mit der Rückhand zieht er ihn rein. Spiel läuft weiter. 50 Sekunden noch. Was macht Oku? Der gleiche Tor. Nicht aus. Der Ball war nicht drin. Aber der ist drin. 2:2 noch 40 Sekunden. Im Moment deutet hier einiges sogar auf die einminütige Verlängerung hin. Oder hat Raab noch einen Punch? Ja! Halbe Minute noch. 3:2. Raab. 28 Sekunden. Wer macht es? Raab in der Verteidigung. Oku verfehlt. Ah, jetzt wird Raab ein bisschen versuchen, den Ball zu halten. Oku muss jetzt attackieren. Raab versteckt sich hinter dem eigenen Tor und schießt den Ball ins Aus. Oku, 15 Sekunden noch hier. Und 2:3 der Rückstand. Kommt er nochmal? Ja, er kommt nochmal. 10 Sekunden vor dem Ende mit dem Ausgleich. Letzte Chance jetzt für Raab, das Ding für sich zu entscheiden. 3 Sekunden noch. 2, 1. Eine Sekunde. Verlängerung. So, pfeif ab, Freund. Du hast die Pfeife. So, ich habe eine gute Nachricht für euch. Es gibt 1 Minute Verlängerung. Direkt weitermachen. Keiner trinkt was. Nein, so, komm. Wir sterben. Dann jeder. Dann jeder. Ich bin dafür. Ja, gut. Ja. Ich lasse mich so gerne überreden. So nachsichtig und sanft hat man Matthias Oppenhöfer als Spielleiter selten erlebt, aber die pumpen aber auch die beiden, das ist unfassbar. So, Stefan Raab nochmal mit Problemen da am Hosengummi. Also 1 Minute, 60 Sekunden obendrauf. Stefan, du fängst an. Du hattest den Ball zum Schluss. Stefan hat den Ball zum Schluss gehabt und es geht weiter. 1 Minute, wenn Konstantin gepfiffen hat. Die Begeisterung über diese Extra-Minute ist beiden Kontrahenten hier ins Gesicht geschrieben. Raab mit dem Lupfer über die Bande und Ballbesitz für Oku. Weiter. Nochmal Raab. Oh, Oku ausgerutscht. Raab ums Tor rum, Oku steht aber gut. Aber Raab, verfehlt knapp. Oku mit der Antwort. Auch knapp verfehlt. Ah, das ist unglaublich anstrengend.
Noch 25 Sekunden in dieser Verlängerung. Weiterhin unentschieden. Raab will hier den letzten Punch, den Lucky Punch setzen. Spielt die Uhr runter, verfehlt dann aber. Jetzt muss er das eigene Tor sichern. Gelingt ihm auch. Die sind stehend K.O., die beiden. Aber sind ja auch nur noch ein paar Spielchen heute Abend. 7 Sekunden noch. Raab an die Latte, das gibt's doch gar nicht. 2-1, aus. Für Stefan. So, gute Nachricht. Es gibt noch mal eine Minute. Das hätte sein. Wer hatte den Ball? Freischlag für Stefan. Okay, hoher Stock von Oku, Stefan. Ah, Hüfthöhe. Ersten Ball. Ich dachte, es wäre vorbei. Deswegen. Noch einmal 60 Sekunden, wenn der Schiedsrichter freigibt. Auf den Pfiff. Wer gewinnt hier Spiel Nummer 3 an diesem Abend bei Schlag den Raab? Also das ist in jedem einzelnen Spiel hier. Beim Luftballon aufblasen, beim Wer ist das und auch jetzt hier beim Hockey eine unglaublich enge Geschichte. Das wird ein spannender Abend, da bin ich mir relativ sicher. 39 Sekunden noch hier in der zweiten Verlängerung. Raab mit einem Eigentor! Das gibt's doch gar nicht! Und Stefan, jetzt muss man ihm zurufen, mach weiter, es ist noch 28 Sekunden lang, der kann nicht mehr, der ist fertig, aber es sind noch ein paar Sekunden, das gibt's doch nicht. Er verschenkt wertvolle 15 Sekunden, so habe ich Raab noch nie gesehen. Er hat gedacht, es sei sudden death, er hat noch eine Möglichkeit, 10 Sekunden noch. Versucht mit der Bande, er muss jetzt drauf, er kann nicht mehr verteidigen, 7, 6, 5, 4, 3. Und das Spiel ist aus und Oku gewinnt und beide sind völlig fertig. Ich hab doch nichts von Sudden Death gesagt. Eine Minute Verlängerung heißt nicht Sudden Death. Ich hab gedacht, aber er hört mich eh nicht mehr, meine Damen und Herren. Mann, ey. Mann. Eigentor in der zweiten das Verlängerung. Unfassbar. Das gibt's doch nicht. Unfassbar. Hier sehen wir das Tor. Das ist das Tor, das alles entscheidet. Oh, das tut weh. Das hat Stefan Gott sei Dank nicht nochmal gesehen. So. Also, Spiel 3, Hockey geht an Oku. Scheiße. 4-2 für Oku und das ist unser nächstes Spiel. Solitär kommt mit in unser Casino. Ich brauche was, ich habe mich verletzt. Stefan blutet. Taschentuch oder sowas. Ein Pflaster wäre ganz gut. Was zu trinken? Oder kannst du. Lutsch mal ab, du musst jetzt deine Hände. Ganz. Ruf mal die Hautärztin rein. Die, ja. Aber die hat davor auch ein bisschen Respekt. Das ist fies. Hab ich das verletzt? Nee. Kommt mal mit rüber, wir werden gleich einen Aufnehmer haben. Hier sind Günther und Petra. Natürlich fange ich mit Petra an. Hallo Petra. Vom Casino in Aachen. Hallo. Das ist euer Applaus. Hallo Günther. Hallo. Und wir spielen Solitär. Stefan. Ich mir vielleicht noch was zu trinken für jetzt zwischendurch. Ich hole dir gleich sofort okay, was. Super. Ja? Nehmt erstmal Platz und ich erkläre euch die Regeln. Das gibt's doch nicht. Solitär. Schon mal gesehen? Danke. So ein Brett, ja, ne? Stefan auch, schon mal gespielt? Nee. Nonnenhalmer, noch nie gespielt? Nee. Okay, dann erzähle ich euch das jetzt. Dann komm mal hier rüber, Stefan, ich mach's mal vor. Also, ihr müsst immer einen Pin überspringen und den übersprungenen Pin entfernen. Also, so rüber und den raus. Und dann weiter. Mehr zeige ich euch aber auch nicht. Und Sinn ist es, möglichst viele Pins abzuräumen, sprich, je weniger am Ende stehen, desto besser. Königsdisziplin wäre natürlich, es steht nur noch einer und zwar in der Mitte, aber das wird schwierig. Ihr habt 3 Minuten. Und wer? Man kann die wieder reinstecken, wenn es nicht läuft, oder was? Nee, nix. Wenn der einmal rausgenommen ist, ja, dann ist der Zug
vollzogen und dann geht es nicht zurück. Deshalb haben wir ja auch Petra und Günther hier. Ihr könnt allerdings, wenn ihr drüber springt und denkt, ah nee, das wird nichts, wieder zurück. Aber sobald ihr ihn rausgenommen habt, dann ist Feierabend. Und über Eck springen und so geht nicht, oder was? Es geht senkrecht, waagerecht, aber nicht diagonal. Also nicht von da nach da zum genau, Beispiel. Das ist ja auch diagonal. Okay. Also, 3 Minuten habt ihr. Und wer nach Ablauf dieser 3 Minuten weniger Pins auf dem Brett hat, der gewinnt das Spiel. Bei Unentschieden gewinnt derjenige, der als erster seinen letzten Pin entnommen hat. Also es geht auch hier wieder ein wenig auf Zeit. Macht saubere Züge, letzte, sonst werden das Peter kann ich und Günther irgendwo stoppen einschauen. Oder was, die Zeit? Nein, die werde ich dir reinsagen, wenn du es haben willst. Aber 3 Minuten. Nee, wenn ich sage, ich bin fertig, dann... Dann sehen wir das, dann sagst du das und okay, dann gucken wir. Ja? Ja. Aber nach Ablauf der 3 Minuten ist das Spiel spätestens vorbei. Alles verstanden, Oku? Ich habe alles verstanden, ja. Danke. Gut. Solitär, Spiel 4 beginnt jetzt. So, also Oku aus unserer Sicht hier rechts mit den roten Pins, links Stefan Raab. Und da haben wir uns hier am Anfang alle noch ein bisschen lustig gemacht über Oku. So nach dem Motto, der nimmt das gar nicht ernst, der ist ein bisschen okay, schusselig, aber von wegen... Der ist jetzt hochkonzentriert, merkt man auch sofort und geht hier mit Tempo zur Sache. Also wie gesagt, man muss da strategisch denken. Wenn da hinten in der Ecke noch einer steht, dann muss man natürlich sehen, dass man den da irgendwie rauszieht. Das macht er bisher sehr gut. Bei Stefan geht das deutlich langsamer. Bitte? Deutlich langsamer. Ach so, okay. Entschuldigung. Ja, da vergisst er den Pin rauszuziehen, den er übersprungen hat. Das ist natürlich Sinn dieses Spiels. Zu eurer Information daheim. In diesem Moment hören die Spieler mich hier aus der Kommentatorenkabine nicht, weil sie einfach da Informationen rausziehen könnten. Informationen darüber, wie es beim Gegner läuft, und das wollen wir natürlich nicht. Aber hier gibt es im Studio schon Applaus für Oku, der das sehr, sehr gut macht. So, wie regelt er das jetzt? Ja, das sieht gut. Wenn er den darüber zieht, das ist schon eine gute... Oh, jetzt hat er... Aber er hat ihn noch nicht rausgenommen. Jetzt darf er noch korrigieren. Ich würde den... Ich sag gar nicht, was ich machen würde. Das ist viel einfacher. Genau den. Hier aus der Kommentatorenkabine. Das sieht recht gut aus. Aber dann ist da auch... Ja, er kann da gar nicht mehr rausholen. Es geht gar nicht mehr. Er wird am Ende 3 Pins stehen haben. Vielleicht war er tatsächlich... Er sagt es gerade selbst. Ich war zu schnell. Ich war ein bisschen voreilig. Er wird 3 Pins stehen haben. Ich würde es an seiner Stelle jetzt schnell machen. Da hat er wenigstens eine gute Zeit. Er kann nur noch einen. Er hat keine andere Möglichkeit mehr. Er wird 3 stehen haben, aber er muss das jetzt machen. Denn wenn Raab am Ende auch 3 hat, dann hätte er die schnellere Zeit. Also er muss das jetzt machen. Und er sieht ja nicht, wie weit Raab ist. Ja, das ist jetzt interessant. Raab macht das mit viel, viel mehr Ruhe. Das wieder. Eine Minute noch Zeit. Noch eine Minute. Ja, jetzt muss Raab natürlich Tempo machen. Also, da hat er noch einiges stehen. Und Oku sollte aber tunlichst diesen einen noch nehmen. 40 Sekunden. So. Also, bei noch 40 Sekunden hat er... war er fertig und hat noch 3 stehen. Also Raab muss jetzt ratzfatz hier vorankommen. So, jetzt geht das schnell. Packt er das noch? Den kann er noch aus der Ecke ziehen. Na, jetzt wird es schwierig. Ja, er muss auf die Tube drücken. Raab, was geht da noch? Nee, nee. Nee, ja, 10 Sekunden noch. So, aber er schafft es. Nicht mehr, er wird auch nicht weniger stehen haben. Er hat 4 stehen und Oku gewinnt hier solitär. Das Spiel ist aus. Vielen Dank, Petra, vielen Dank, Günther. Kommt nach vorne. 4:3. Danke. Das ist der Sieg für Oku in diesem 4. Spiel. Das heißt 8:2 für Oku jetzt gegen Stefan. Und das ist Spiel Nummer 5. Quad. Wir fahren Quad. Hallo, jemand zu Hause? Wir fahren Quad. Und zwar dort. Das ist unser Quad-Parcours. Da müsst ihr gleich ordentlich drüber schroten. Ja, das wird ein wenig Freude machen, auch uns. Und das ist eins. Dieses Gefährt werdet ihr gleich schön unterm Hintern haben.
Da ist doch Freude im Gesicht, Oku, oder? Ich freue mich auf das Fahren. Stefan sieht gerade noch anders aus. Gleich also, Quadfahren bei Schlag den Raab. Dann sind wir draußen. Wir sind zurück bei Schlag den Raab. Es geht um 2,5 Millionen Euro heute. Oku führt gegen Stefan und das ist unser fünftes Spiel, nämlich Quad. Quad-Experte Jürgen ist bei uns. Hallo Jürgen. Hallo. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was wir vorhaben. Also ihr seht den Parcours. Ihr fahrt nacheinander 6 Runden. Es geht darum, die schnellste Rundenzeit zu fahren. Also nicht die Gesamtzeit, sondern wer die schnellste Runde fährt. Und wer nach 6 Runden die schnellste gefahren ist, der hat dieses Spiel dann auch gewonnen. Es gibt eine Einführungsrunde und dann fliegender Start. Ja? Also ihr fahrt hier los, lernt den Parcours kennen und wenn ihr dann wieder durchs Startziel kommt, dann läuft die Zeit. So, paar Infos zum Quad. 350 Kubik, Hinterradantrieb, Automatikgetriebe und das Lustige, Jürgen, ja, wir haben Daumengas. Hier, wir haben hier als Besonderheit den Daumengashebel. Wird dieser nach vorne gedrückt, bewegt sich das Fahrzeug vorwärts. Gebremst wird hier nur mit den beiden Handbremshebeln. Rechts Vorderradbremse, links Rückbremse. Wenn ihr mal den Rückwärtsgang betätigen wollt oder müsst, weil ihr euch irgendwo fest eingegraben habt, dann bitte den Fußbremshebel betätigen. Da unten. Gedrückt halten, ja, damit die Arretierung gelöst ist. Erst dann könnt ihr schalten. Dann den Schalthebel entsprechend nach hinten ziehen für den Rückwärtsgang. Oder eben nach vorne für den Vorwärtsgang. Wichtig ist dabei, dass ihr nur den Bremshebel gedrückt haltet, damit die Arretierung gelöst ist und ihr auch wirklich schalten könnt. So. Also wir müssen halten. Der rastet nicht ein, wir müssen ihn halten. Ihr müsst den Fuß auf der Bremse halten, damit ihr schalten könnt. Das ist ganz wichtig. Kleiner Tipp von mir in den Kurven, bitte immer in die Kurven lehnen, ne? Nicht nach außen, weil das Ding ist 250 Kilo schwer. Fragt mal Ozzy Osbourne. Was der Schnaps nicht geschafft hat, so ein Quad hat ihn fast entsorgt. Also immer bitte in die Kurven lehnen. Du kannst dir dein Quad aussuchen, Oku. Möchtest du blau oder schwarz? Ich nehme mal schwarze. Du nimmst schwarz, dann fahren wir das raus, denn Stefan legt vor. 6 Runden für Stefan Raab als erstes. Er darf aber nicht zugucken, oder? Er darf zugucken. Ich möchte aber zugucken. Ja, aber das ist natürlich... ja, entschuldige. Ein Vorteil, ne? Ja, aber so ist es. Dann fahre ich das Fahrzeug raus. Er guckt sich das vielleicht an. Ich muss raus. Das heißt ja nicht, dass wenn er guckt, dass er dann automatisch schneller ist. Ja? Augen und Hände und Füße ist ja nochmal ein Unterschied. So, Brille nicht vergessen. Was macht der Finger? Alles gut? Braucht man die Brille? Ja. Wenn du hinterher aussehen willst wie Pippi Langstrumpf hier mit den Sommersprossen, dann lass sie weg, aber ich würde sie aufsetzen. War die ganze Zeit an. Hat ein bisschen genieselt heute. Also, okay. Alles klar? Alles top. So, rauf auf den Bock. Moment. Ja. Muss ich gerade mal. Sonst komme ich da in den Handschuh nicht rein. Okay. Das brauche ich aber noch, Moment. Ja, gib's mir. Nee, das muss ich noch um den wieder drum. Ach, das machst du dann wieder drum. Ah, ja, verstehe. Gut. Wir müssen den selber noch in Gang legen jetzt. Ich kann den so. Alles verstanden soweit? Ja, ist ja nicht schwer. 3 Gänge, Daumengas. Soll ich irgendwo zur Hand gehen? Nee, geht schon. Gut. So, Buschi, hast du noch einen Schwank zu erzählen, bis es losgeht? Nö, also ich könnte jetzt sagen, was ist schon so eine Fingerverletzung da bei Stefan Raab, ne? Aber das lassen wir an dieser Stelle. Knie hat übrigens auch geblutet gerade nach dem Hockey. Also Stefan ist lediert, aber wir wissen, bei sowas kommt er vielleicht wieder zurück. Also Einführungsrunde und dann fliegender Start und nach 6 Runden winke ich dich ab. Alles klar? Spiel 5, Quad. So, Matthias hat es angesprochen, das ist sicherlich so ein Steckenpferd von Stefan Raab, wenn er sich mit motorisierten Geräten fortbewegen darf. Da hoppelt er gleich mal über die ersten beiden Wellen. Jetzt will er also die Strecke kennenlernen.
sich das mal anschauen, wie sich das hier mit der Bodenbeschaffenheit verhält, wann man wo wie beschleunigt, wie man da durch den Morast kommt. Und dann gibt es gleich den fliegenden Start und dann haben wir die erste von 6 gezeiteten Runden. Und ich bin mal gespannt, wie er das beherzigt, was Matthias Oppenhöfe da gerade nochmal gesagt hat, dass man sich zur Kurveninnenseite reinlehnt, dass man nicht mit dem Quad umfällt, das natürlich von den Fliehkräften her nach außen drängt. Also jetzt schauen wir. Erste gezeitete Runde, Stefan Raab. Er gibt gleich Gas, driftet da ein klein wenig, sieht aber immer noch ganz gut. Da sehen wir es. Das Ding kippt nach außen weg, er muss sich dann nach innen lehnen. Man muss sich auf diesen Quad ein klein wenig bewegen, vielleicht sogar drauf stehen, um dann die Bewegungen gescheit mitzumachen. Da sehen wir es, er hat große Probleme bei den Lenkbewegungen. Jetzt den Hügel darauf und dann haben wir gleich eine erste Richtzeit hier mit der ersten Runde von Stefan Raab. Bleibt er unter 30? Ja, er bleibt deutlich unter 30 mit 28,12 und wir sind in der zweiten gezeiteten Runde von Stefan Raab. So, jetzt habe ich hier leider keine Zeit mitlaufen. Ich weiß nicht, ob Sie daheim an den Bildschirmen eine Uhr mitlaufen haben. Ich habe jetzt hier in dieser zweiten Runde keine laufende Zeit bei Stefan Raab. Also so ist das natürlich schwierig zu beurteilen, wo es um Zehntel geht, was das jetzt für eine Runde ist. Hoffentlich funktioniert es jetzt in Runde 3. Aha, es war eine 27,71. Jetzt läuft die dritte Runde und jetzt kommt auch die Zeit wieder. 27,71 in Runde 2, also die Bestzeit von Raab. Da verliert er sehr, sehr viel Tempo. Jetzt muss er sehen, dass er in die eigene Spur da reinkommt, im Morast, denn da ist natürlich alles etwas platter gefahren. Also, oh, er kippt weit nach außen, er kämpft. Hören Sie mal, wie der schnauft. Das übertüncht sogar das Motorgeräusch des Quads. Also der ist mit vollem Körpereinsatz dabei, aber diese Zeit ist deutlich schlechter. Aber man weiß bei Raab, der kämpft sich da wieder ran. Der lernt aus jedem Fehler auf diesen Kisten. So, jetzt um die Kurve rum. Das macht er aber sehr, sehr vorsichtig. So, da der Drift hinten, da geht die Hinterachse rum und er ist wieder sehr tief im Matsch. Also er fährt nicht seine eigene Spur immer weiter aus, was da sicherlich ein Vorteil wäre. Kann er seine Zeit jetzt verbessern? Ich habe da ganz gutes Gefühl, dass das jetzt funktioniert. Knapp, aber es müsste eigentlich eine neue Bestzeit werden. Ja, 27,17 jetzt für Stefan Raab. Fünfte gezeitete Runde. Kommt er noch unter die 27? Das wäre dann sicherlich, so vom Eindruck her, schon eine sehr, sehr gute Zeit. Driftet wieder und wieder nicht in der... Ja doch, da ist er jetzt einigermaßen in der eigenen Spur gefahren. Und da ist es alles etwas fester. Da hat man natürlich mehr Vortrieb als in diesem Match. Es hat ewig lang geregnet, gestern vor allem hier in Köln. Dadurch der Boden natürlich sehr, sehr schwer und er schafft keine neue Bestzeit. Das ist die letzte Chance für Raab. 27,17, seine Bestzeit bisher. Geht da noch was runter? Oh, da verschenkt er viel Zeit, als er da mit zwei Rädern in der Luft hängt, driftet hier wieder sehr, sehr stark. Da ist dann natürlich der Vortrieb nicht ganz so groß. Kann er sich noch mal verbessern? Oh nee, da kommt er ganz weit nach außen in dieser Kurve. Hören Sie mal, wie der schnauft, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt muss er fix um die Kurve rum. Gibt's eine neue Bestzeit? Nein. 27,17 die Zeit von Stefan Raab. Und man hört, dass das körperliche Arbeit ist am Schnaufen von Raab. Ich habe so das Gefühl, dass diese Zeit machbar ist. Da, schauen wir nochmal die Zeitlupe über die Wellen. Das sind richtige Hüpfer. Oder darf man da schon von Sprüngen sprechen? Hier sehen wir, da muss er sich noch viel weiter nach innen lehnen. Denn da sehen wir die Fliehkräfte nach außen hin. Da kann er die Linie nicht halten. Also das ist schon Motorsport par excellence. Aber um den Gedanken nochmal aufzugreifen, ich habe das Gefühl, diese 27,17 von Raab, auch wenn er ein Fuchs auf solchen Geräten ist, die sind für oben zu machen. Und er hat den Vorteil, er und konnte sich das, was wir hier nochmal gesehen haben, anschauen. 27,17, das ist deine beste Runde gewesen. Ja, kann man schlecht was sagen, muss man jetzt... Ja, war's immer deutlich unter 30, also das sah ganz in Ordnung aus. Selber ein gutes Gefühl gehabt. Oku, geh schon mal drauf aufs Böckchen. Ich kann das ganz schlecht sagen. Also hier kann ich das ganz schlecht sagen, weil das, man droht also doch schnell zu kippen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Aber würde ich sehen. So, okay, wir gucken, was der Oku macht. Oku, kannst du vorbeifahren? Du musst zur Seite, und muss Stefan hier so ein bisschen rangieren noch. Gehst du zur Seite ein bisschen? Ja, fahrt euch jetzt nicht am besten frontal zu Klump. Das wollen wir nicht. Wir haben da noch so viele schöne Dinge für euch. So, los geht's. Erste Runde, Oku. Einführungsrunde.
So, da hüpft er gleich mal fast vom ersten direkt auf den zweiten Hügel. Nimmt da sehr, sehr viel Gas weg. Aber wie gesagt, wenn er das jetzt nimmt, um sich die Strecke einzuprägen, um so ein bisschen auszutarieren, wie sich das Gerät verhält, dann ist das alles in Ordnung. Insgesamt ist es sicherlich wichtig, da die richtige Abstimmung vom Gas geben zu finden, früh genug aus den Kurven heraus wieder zu beschleunigen, nicht zu weit nach außen abgedrängt zu werden und dann, wie gesagt, sich fast zu stellen auf dieses Quad und dann mit Gewichtsverlagerung sehr, sehr viel den Fliehkräften entgegenzuwirken. Und auf geht's, die erste gezeitete Runde mit fliegenden Start für Oku, den Reggae Rocker aus Homburg. Ja, da nimmt er immer sehr, sehr viel Gas weg, ist da sehr, sehr langsam im Schlamm, ist noch vorsichtig, das ist ja alles noch im grünen Bereich. Denn er kann sich dran gewöhnen. Aber wenn Sie dieses Geräusch hören, so brumm, 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 dann kann das passieren. Denn dann hat er keine rhythmische Fahrweise. Und dann geht man schon mal über den Wall. So, jetzt bekommt er hier aus dem Studio die Unterstützung vom Publikum. Diese Runde kann er ganz gemütlich abhaken. Ist ja wurscht. Da sehen wir, das sind diese Fliehkräfte. Dann fliegt er nach außen weg und bringt sich natürlich in Sicherheit. Nichts passiert, Gott sei Dank. Also, nehmen wir das einfach mal aus seiner Sicht als zweite Einführungsrunde. Jetzt muss was kommen. Jetzt muss was kommen. Auf geht's für Oku. Na, der viel zu weit nach außen abgedrängt. Also wir sehen, dass die Fahrleistung von Stefan Raab, so wie man es ja fast schon gewohnt ist, wenn es um Motorsport geht, doch sehr, sehr gut war. Viel zu vorsichtig. Er bewegt sich auch viel zu wenig mit dem Körper da auf dem Quad. Also so richtig gestandene Profi-Quadfahrer, die arbeiten da mächtig mit dem Körper auf dem Gerät. Also mit dieser Fahrweise hat er nicht den Hauch einer Chance gegen Stefan Raab. Wir sehen das hier, er bewegt sich im 30-Sekunden-Bereich. Das sind über 3 Sekunden mehr als Raab bei seiner Bestzeit. Aber man lernt ja aus solchen Runden und wir schauen mal, was er gelernt hat. Aber er sitzt zu lange und lehnt sich viel zu wenig nach innen, um den Fliehkräften entgegenzuwirken. Da ist er schon wieder oben am Ball und auch diese Runde kann er abhaken. Also er ist im Moment wirklich sehr, sehr weit weg von der Leistung eines Stefan Raab. Es sieht ganz so aus, als ginge dieses Spiel an Raab. Man soll vorsichtig sein, klar, er hat noch 3 Runden, aber wir sehen auch hier wieder deutlich über 30 Sekunden. Er war noch nicht einmal unter 30 Sekunden. Raab war das mit jedem Versuch. Also da muss jetzt was kommen, aber auch da wieder. Beim Einfahren in die Kurve zu viel Gas gegeben, dann rutschen die Vorderräder weg, als er versucht zu lenken und er steuert auf den Ball zu. Und er hat da keine Chance mehr, hier eine brauchbare Zeit abzuliefern. Also etwas Gas wegnehmen, keinesfalls bremsen, wenn man in die Kurve reinfährt und dann früh genug, ohne zu stark driften, aus der Kurve raus beschleunigen. Das ist das Geheimnis, aber wie gesagt, in der Theorie natürlich alles viel einfacher als in der Praxis. Wieder deutlich über 30 Sekunden. Die vorletzte Runde, na, geht da noch was bei Oku? Und ich muss auch mal an dieser Stelle zugeben, da habe ich mich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, als ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, die Zeit von Raab, diese 27:17, ist zu packen. Für Oku offensichtlich nicht, denn auch diese fünfte Runde wird niemals auch nur in die Nähe der Zeit von Raab kommen. Und so relativiert sich das dann alles. Stefan hat das selbst gesagt nach seiner Fahrt, nach seinen Fahrten. Er kann das nicht einschätzen. Jetzt wissen wir spätestens nach dieser fünften Runde, es war eine klasse Vorstellung von Raab. Und mit diesem Ausrutscher doppelt in den Wall, nicht, dass er sich da übers Füßchen fährt, dann hat er Plattfüße, wenn die Dinger darüber kommen. Also mit diesem Ausflug ist auch diese sechste Runde vorbei und wir dürfen konstatieren, Spiel 5, Quadfahren, sage ich jetzt an dieser Stelle schon, weil es unmöglich ist für Oku, das hier noch zu packen, geht an Stefan Raab und er verkürzt an diesem Abend, an dem es für ihn hier, für Oku, um 2,5 Millionen Euro geht, auf 7:8. Alles wieder offen, deutliche Überlegenheit für Raab. Oku, nach deinem guten Zwischenspurt, das war leider nur Platz 2. Stefan darf auch mein Spiel gewinnen. Ja, das ist sehr nett von dir, dass du das so offen ansprichst. Und hier sehen wir nochmal ein paar Bilder von dir, Oku. Ja, das war deine Fahrt auf der Außenkante auf 2 Wheels. Da hast du Bekanntschaft mit dem Wall gemacht. Was war am schwierigsten? Der scheiß Regen. Der hier alles nass gemacht hat. Habt ihr das der gemacht? Regen war es. Okay. Nein, nein, es hat sehr doll geschifft in Köln. Also, diese Punkte gehen deutlich an Stefan, der dieses fünfte Spiel gewinnt. Oku hatte immer weit über 30 Sekunden, aber noch führt Oku 8:7 für
Oku gegen Stefan. Stefan ist wieder da, hat aufgeholt und das ist Spiel Nummer 6. Ladies and Gentlemen. Hochseilgarten. Und da haben wir zwei schöne Parcours für euch aufgebaut. Oko kriegt noch sein Mikro wieder richtig dran getackert. Und dann geht's auch los. Hast du mitgekriegt, was wir machen? Hochseilgarten. Ja, guck doch mal. Ja, sieht schön aus. Kommt mit. Mich. Aber ich sieh hier nicht aus. Ja, das sieht doch einladend aus. 10 Meter in der Höhe. Da müsst ihr hoch und dann einen Parcours hinter euch bringen. Oko, du bist bei mir. Ich okay. Bin dabei. Hast du schon mal gemacht? Nein. So was klettern in der Höhe? Jo. In Afrika sind die Bäume hoch, ne? Nein, ich weiß nicht, ich frag dich ja, was du sonst machst. Ich meine, du bist ein sportlicher Typ. Solche Gärten gibt es ja eigentlich überall jetzt. Ja, ja. Aber du warst noch nie da drauf. Stefan, du? Also so weit habe ich noch nicht gemacht. Kommt mal mit. Ich stelle euch mal. So, also, aber das ist mehr was anderes gewesen. Das war mehr so Überwindung und so was. Weißt du, hier muss ja irgendwie weiterkommen. Hier musst du dich auch überwinden. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. So, bei mir ist die Heide. Du bist unsere Kletterexpertin. Richtig, hallo, richtig. Heide. Hi. So. Hallo, Stefan. Stefan. Hi. Oku. Also, ihr kriegt jeder einen Parcours. Ihr müsst diesen Seil- und Kletterparcours bewältigen gegeneinander. Ja, ihr lauft parallel. Und wer den Parcours schneller durchläuft, und als erster die Glocke läutet. Können wir mal die Glocke da oben geläutet kriegen? Genau, und auf der anderen Seite auch. Da oben müsst ihr ran. Und dann ist eure Runde vorbei. Wir haben 4 Disziplinen. Ne? Genau, Heike, richtig. Es fängt an mit Trapez. Genau. Dann geht's rüber zur Seilbrücke. Ja. Da also schön mit den Füßen unten und mit den Händen oben. Dann haben wir die Schlaufen, auch sehr nett. Und dann zum Schluss das Spinnennetz. Ihr seid die ganze Zeit gesichert. Auch das Hochlaufen an sich gehört noch nicht dazu. Also ihr klettert, ihr klettert die Sprossenleiter hoch und oben werdet ihr eingeklinkt. Da oben läuft dann praktisch so eine Winde mit. Ihr dürft aber niemals während des ganzen Parcours euch einfach nur weiterziehen und die Winde weiterlaufen lassen. Das ist ein Foul und dann habt ihr dieses Spiel verloren. Diese Winde, die Schiene, die oben mitläuft, das ist nur zur Sicherung. Ja? Okay. Also ihr dürft euch nicht einfach weiterziehen, zum Beispiel im Netz. Ja, das lassen wir nicht gelten. Hängen lassen und weiterziehen. Okay. Genau, das darf man aber nicht. Aber wie ich da jetzt rüberkomme, ist völlig egal, außer hängen lassen und weiterziehen. Nein, eben nicht. Das dürft ihr nicht, genau. Aber sonst. Wichtig ist allerdings auch beim Trapez und bei den Schlaufen, dass ihr mittendurch, also nicht irgendwie außenrum, weil dann verhakt sich oben die Sicherungswinde und das ist eher schlecht für euch. Ne? Das heißt, das läuft immer innen. Mittig, genau. Okay, alles klar, okay. Also, ne, das ist der Parcours ist vorgegeben, ihr müsst mittig durch, auch bei den Trapezen. Was? Genau. Kriegen wir andere Schuhe? Und leider nicht. Nicht. Ja? Ihr werdet gleich so eine Sicherungsweste bzw. die Gurte ankriegen. Ja, aber es gibt leider nur diese Schuhe. Auch wir müssen ein wenig sparen, da müsst ihr uns das nachsehen. Bei den Gurten ist mir gesagt worden von meinen männlichen Kollegen, dass ihr euch untenrum vielleicht vorher ein bisschen sortiert. Oh ja, sehr gerne. Könnte dort ein bisschen unangenehm werden. Kameratechnisch mitgenommen. Es kann ja sein, dass euch irgendwann die Kraft ausgeht. Ja. Beide. Ja, genau. Und ihr vielleicht fallt. Und dann geht es halt darum, könnt ihr mit der eigenen Kraft, ihr fallt ja nicht tief, also die Sicherung lässt euch nicht bis unten durchplumpsen, sondern ihr fallt halt so ein bisschen und könnt euch dann gegebenenfalls aus eigener Kraft wieder zu den jeweiligen Disziplinen hochziehen. Das ist erlaubt. Falls ihr aber sagt, okay, ich kann nicht mehr, dann ist das Spiel vorbei und dann sagt ihr den berühmten Satz, ich bin ein Star, holt mich hier runter. Genau. So, falls beide natürlich irgendwann mal sagen, das war's. Wir können nicht mehr, gewinnt derjenige, der bis zu diesem Zeitpunkt am weitesten gekommen ist. Ach so, das ist nicht ist das wahrscheinlich, dass man da nicht fertig wird, oder? Sag ich nicht. Aber ich weiß ja nicht. Ich meine, wenn schon zwei offene Knie hier beim Hockey heute möglich sind, dann das vielleicht auch. Mir passt der Helm nicht. Ich habt ihr noch Birne. Fragen? Oh, Oku. Ja. Auch du hast ein Helmgesicht, wie ich sehe. Ja. Sehr gut. Passt das? Ah, doch. Und müssen wir ein paar Locken. Nein, das geht. Alles gut.
Also ich würde ganz gerne noch... Genug aus, was möchtest du noch sagen? Genau, ich würde ganz gerne loswerden, trotz aller Eile, die ihr wahrscheinlich da oben an den Tag legen wollt. Passt ein bisschen auf, konzentriert euch, tretet sicher auf. Wieder lose. Genau, dass ihr da... Da läuft man mit den Füßen lose geworden. Genau, genau, ja, sollte über, man. Ja. Ist auch über die Trapeze. Trapeze mit den Füßen. Das ist die beste Variante. Oder? Genau. Okay. Schlaufen nicht mit den Füßen. Nicht reinlegen und durchhängeln. Nee. Da dürfte man aber. Wenn du das ausprobieren möchtest, kannst du es probieren. Aber das wird eher schwierig. So. Wie ist der Weg? Wie gehen wir vor dann? Du suchst dir erstmal deinen Parcours aus. Möchtest du den oder den? Oh, Vibrations. Ich nehme den. Gut, dann jetzt hier zu den Kollegen. Die werden dich einhängen. Stefan zu dem anderen. Und dann ganz in Ruhe, das zählt noch nicht. Die Strickleiter, nein, die Strickleiter erstmal in Ruhe hoch, oben werdet ihr eingehangen und dann gibt's von den Sicherheitsjungs einen schicken Daumen und dann sage ich, wann's losgeht. Kann man das ein bisschen weiter machen? Wegen dem Atmen, ganz so ein Eckchen nur, dass man richtig einatmen kann. Okay. Ja, das ist gut, ja. Okay. Bin ich schon eingehakt? Also wir sehen da, dass Oku schon nach oben marschiert. Das, wie gesagt, zählt noch nicht dazu. Erst wenn sie oben das Plateau auf 7 Meter Höhe erreicht haben, also mit den Füßen sind sie dann auf 7 Meter Höhe. Insgesamt dieser Hochseilgarten rund 10 Meter hoch. Erst dann, wenn das Startsignal kommt, geht's los. Das hier ist schon mal so ein bisschen, da sehen wir auch den Blick runter von Stefan Raab, das Gewöhnen an diese etwas wackeligen Geschichten, das Gewöhnen an die Höhe. Höhenangst hat Oku ganz offensichtlich nicht. Der ist da ganz fix hochgekrabbelt. Hier im Bildvordergrund und hinten sehen wir von uns aus jetzt gesehen da gerade auf dem linken Parcours, also hier in der Großaufnahme, Stefan Raab. Der hat auch keine Höhenangst. Ich zieh mich gerade nach hinten hier noch. Nee, alles gut. Ich fall sonst runter, die fallen hier. Nee, du. Das zieht mich nach hinten, ne? Weißt du? Ich sichere dich jetzt. Er wirkt fast ein klein wenig nervös. Das hat man einige Folgen lang nicht mehr erlebt, Stefan Raab. Er wird hier mächtig unter Druck gesetzt von Oku, der hier bisher eine hervorragende Performance abliefert an diesem Abend, an dem es für ihn hier wie sieht's bei Oku um 2,5 Millionen geht. Tja, sieht's okay, immer noch in Ordnung. Ja. Gut, der Oku ist schon mal gesichert, alles gut. Herr Stefan wird noch eingehakt, da sehe ich auch den Daumen. Okay, ihr dürft die Hände schon mal ans erste Trapez halten. Füße bleiben bitte noch auf dem Podest. Spiel 6, Hochseilgarten. Startet jetzt! Also jetzt hier auf den Trapezen. Da wird es interessant sein, die Technik zu verfolgen. Nimmt man da ein bisschen den Schwung mit, also erstmal nach hinten schwingen und dann im Vorderschwung das nächste Trapez betreten, dann natürlich auch oben die Seile fassen. Sie machen das beide noch recht vorsichtig. Oku jetzt da gerade mit der Schwungbewegung. Jetzt geht das eine Trapez nach hinten. Das ist bisher eine ganz offene Geschichte. Machen das beide recht sicher. Raab schwankt mehr. Oku hatte aber mal absolut die Ruhe weg. Aber beide fast zeitgleich jetzt. Ja, Raab etwas früher, aber minimal dieser Unterschied. Beim nächsten Plateau und jetzt kommt Seil oben, Seil unten. Das ist Kindergeburtstag für beide, wie es aussieht. Überhaupt kein Problem. Aber Oku ist jetzt vorn, ist vorbeigezogen. Macht das hier schneller mit mehr Kraft. Jetzt die Schlaufen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, meine Damen und Herren, daheim vor den Bildschirmen, jetzt wird das auch eine Frage der Kraft, Ausdauer und der Überwindung. Raab jetzt hier vor einem Rätsel bei der Schlaufe, wenn ich das so sehe. Während Oku schon drin hängt. Oku hat die Führung hier im Hochseilgarten. Oh, jetzt hängt er da, sitzt mit dem Puppes in der Schlaufe. Also mit dem Popo, aber er hat sich da schön wieder rausgezogen. Raab unten im Bild, kommt aber jetzt auch schon wieder. Also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wie gesagt, jetzt ist Kraftausdauer gefragt. Und nochmal das Ganze in knapp 10 Metern Höhe. Das ist natürlich auch eine Überwindungsgeschichte. Und der Raab, der beißt jetzt wieder. Dieses Kampfschwein Stefan Raab. Seit 4 Folgen Schlag den Raab ist er ungeschlagen. Aber dieser Oku ist eine harte Nuss de facto. Und der führt. Und jetzt geht er ins Netz. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Und dann geht er nicht dem Raab ins Netz, sondern im Netz vom Hochseilgarten ist er. Und er führt hier. Und Raab muss jetzt unglaublich aufdrehen, wenn er das noch packen will. Ansonsten geht der Hochseilgarten an Oku. Jetzt bin ich mal gespannt. Raab guckt da überhaupt drüber, was Oku macht. Ich glaube gar nicht. Er ist so auf sich selbst fixiert. Und Oku hängt da im Netz.
Ja, Sie haben das gehört, sein Kommentar. Wiederhole ich an dieser Stelle nicht. Ah, jetzt, wie eine Spinne. Jetzt hängt er da fest. Nicht wie eine Spinne, wie das Opfer einer Spinne. Aber wir haben hier keinen Kokon, also er muss da irgendwie wieder raus. Oh, und der pumpt schon. Raab, kommt da nochmal. Hängt da so ein bisschen wie ein nasser Sack nach unten durch. Deutlich aufrechter. Oku, der müsste es eigentlich packen. Raab fällt runter. Muss ich jetzt wieder ins Netz hochziehen. Oku fällt auch. Muss ich auch aus eigener Kraft wieder hochziehen. Das haben wir gerade von der Heide gehört. Sie müssen sich hochziehen. Mit eigener Körperkraft wieder ins Netz. Uiuiuiui, das ist ein hochspannender Abend hier bei Schlag den Raab. Aber ich glaube, Stefan packt es nicht mehr, sich da hochzuziehen. Will jetzt mit dem Fuß da unten in eine der unteren Schlaufen des Netzes kommen. Schafft das nicht. Beide am Ende ihrer Kräfte. Beide am Ende ihrer Kräfte. Schafft es Stefan nochmal, sich hochzuziehen? Ich weiß gar nicht, ob er das noch mitbekommt. Er sagt, ich kann nicht mehr. Was sagt Oku? Na, Stefan zieht sich jetzt ein bisschen da nach vorne an der Winde. Also da müssen wir natürlich aufpassen, denn wenn jetzt beide nicht mehr können, dann wird ja gemessen, wer weiter ist. Ich glaube, das ist mit knappem Vorsprung der Oku. So jetzt hier mal vom Fernsehbild aus gesehen. Beide gut abgehangen wie ein schöner Schinken. Ja, aber ich glaube, die kommen da oben nicht mehr rein. Und dann vermute ich, ohne hier etwas vorwegzunehmen, ja, Batterie, ist Oku Batterie. Etwas weiter. Nee, das wär's nicht. Komm, Brecher. Da kommst du nicht mehr rauf. Ja, ich weiß gar nicht, worauf wir noch warten. Beide haben gesagt, brecht ab, beide können nicht mehr. Also ich glaube fast, dass das Ding vorbei ist. Und damit glaube ich dann auch fast, dass Oku gewonnen hat. Macht gar nichts mehr. Dann will ich den Satz hören. Ja. Ich bin gut abgehangen, holt mich hier runter. Genau so sieht's mal aus. Ja, trotzdem Riesenapplaus für euch beide. Das war schon... Reicht für Spider-Man Grundschule, was ihr da abgeliefert habt. Aber jetzt wird mal gemessen. Ja, aber unser Notar, der soll ja auch mal sein Geodreieck rausholen. Ich brauch nicht steigen. Nein, brauchst nicht. Fuck, ey. Da hinten an der Ecke, ey, weißt du, falsche Dinge durchgelaufen, dann hab ich die Zeit verloren. So. Das ist zumindest genauso weit gewesen. Ja, dann hol mal einen Zirkel raus, da. Ich brauch dein Sicherungsgerät am Rücken. Das ist jetzt meine größte Angst. Was soll ich machen? Nix. Ja. Soll ich runter schon? So. Es wird jetzt der Videobeweis zu Rate gezogen. Es wird geguckt in der Regie. Haben wir ein Bild, wo wir genau messen können, wer weiter war bei den Abstürzen? Ja. Was meinst du, Buschi? Du hast Tendenz Oku gehabt? Ich habe nicht nur Tendenz Oku gehabt, ich bin mir eigentlich sicher, dass er ein bisschen weiter war, als beide dann endgültig abgehangen waren. Da sieht man es, glaube ich. Ja, er hat den Vorsprung ganz eindeutig. Stefan geht jetzt gleich schon runter, wirst du sehen, Matthias, und die Zuschauer auch. Ja, Oku ist deutlich weiter. So, da haben wir es, ne? Denn Oku ist oben an der Leiter. Ja. Ich würde sagen, 1,5 Meter, guckt es euch nochmal an. Das war da oben im Himmel, das war die Hölle. Es war ein Fotobeweis. Meine Arme kann nicht mehr. Ich komme nicht mehr hoch, ich krieg gar nichts mehr. Stefan, wollt's nochmal sehen? Ich krieg die Flasche nicht auf. Aber es ist leider so gewesen, hart, aber doch gerecht. Leider da vorne bin ich durch die falschen Seile gelaufen. Weißt du? So, da ist es, guck mal. Muss man fairerweise zugeben, das ist schon eine Körperlänge weiter raus. Ja. Da ist Oku schon fast an der Leiter. Ja, dann fäll ich und dann und dann fällst du und da fällt schon Stefan. Da war's vorbei. Und, da kommst du nicht mehr, kannst vergessen. Das sind deutliche, muss man leider so sagen, dann doch an dieser Stelle 6 Punkte für Oku. 14-7, doppelte Punktzahl für Oku gegen Stefan im Hochseilgarten. Spiel Nummer 7. Und die beiden diskutieren gerade, ob sie das morgen in ihrer Freizeit nochmal machen. Bis gleich. Wir sind zurück
einmal für euch durchgewischt. Wir können wieder weiterspielen. Und das ist unser nächstes Spiel. Blamieren oder kassieren. It's time for Elton, ladies and gentlemen. Gerade noch im Hochseilgarten. Sehr gut. Ja, das ist Oku. Hallo. Und Stefan. Chef. Hallo. So. Ja, blamieren und kassieren. Vielleicht sind die Regeln bekannt. Ich erzähle es aber trotzdem mal. Ihr bekommt eine Frage gestellt. Wenn ihr meint, diese Frage beantworten zu können, drückt ihr auf den Buzzer, habt dann 5 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Ist sie richtig? Gibt es einen Punkt? Ist die Antwort falsch oder es kommt gar nichts, bekommt der Gegner einen Punkt. Der hat nun die Möglichkeit, diese Frage innerhalb von 5 Sekunden zu beantworten. Ich zähle dann langsam runter. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Zusatzpunkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner wieder einen Punkt. Wenn einer gedrückt hat, ist die Frage geschlossen. Ich lese also dann nicht zu Ende. Und wer zuerst 7 Punkte hat, hat gewonnen. So. Weil es ja um viel Geld geht, wollen wir nochmal schnell gucken, ob die Buzzer auch gehen. Kann Oku vielleicht einmal... Drückst mal drauf. Sehr gut, wir warten jetzt die 5 Sekunden. Und Stefan auch einmal. Wunderbar. Gut. Ich muss auch einmal durchatmen und dann kannst du losgehen mit der ersten Frage. Kurz und schmerzlos zum Anfang. Wie heißt Barack Obamas neuer Hund? Bo. Bo ist richtig. Erster Punkt für Oku. Nächste Frage. Ich weiß gar nicht, warum mir das gerade jetzt einfällt, aber genau heute, vor 23 Jahren, war die Deutschlandpremiere eines sehr bekannten Musicals. Welches meine ich wohl? Und warum fällt mir das gerade dann ein, wenn ich eine Frage zum neuen Hund der Obamas stelle? In dem Musical geht's doch gar nicht um Hunde. Psst. Stefan, komm! Stefan! So, Kinders. Ich setz euch alle gleich auseinander. Ja, ich habe eine Vermutung, es ist mir zu heiß, ich meine, sowas gehört zu haben. Nee, ich... Dann schließe ich mal diese Frage. Jesus Christ Superstars. Cats. Ah, blöder Hinweis. Ja. Okay, nächste Frage. Barack Obama rackert sich in seinem Job ab, um die Welt zu retten. Unterdessen genießen 4 noch lebende Ex-Präsidenten ihren Lebensabend. Vater und Sohn Bush, Bill Clinton und... Ronald Reagan. Nein. Ich hab Stefan, du hast jetzt noch 5 Sekunden. Jimmy Carter. Jimmy Carter ist richtig. Damit mit dieser Frage 2 Punkte für Stefan. 2-1 für Stefan. Nach dem Ausscheiden des FC Bayern München findet das Halbfinale der UEFA Champions League ohne deutsche Beteiligung statt. Stimmt gar nicht. Fast. Michael Ballack. Denn ein Deutscher ist mit dem Halbfinale. Michael Ballack. Gut gezockt. Punkt für Oku. 2-2. Nächste Frage. In den letzten Tagen war es in Deutschland teilweise schon herrlich sommerlich warm. Ab welcher Tageshöchsttemperatur spricht man... Also ich fange nochmal an. Bei welcher Tageshöchsttemperatur spricht man denn meteorologisch von einem Sommertag? Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gewusst, aber da gibt es eine Temperatur. Ist jetzt nicht die Zeit zu raten hier. Ich schätze mal, dann löse ich auf. 25 Grad. So gedacht, aber... Nächste Frage.
Was habe ich wohl am ersten heißen Tag gemacht? Mir ein schönes, dickes Eis gekauft. Und zwar ein gemischtes Eis mit je einer Kugel Schokolade, Stracciatella, Nuss, Zitrone und zwei Kugeln Erdbeer. Dazu noch Sahne. Eine Kugel kostet 40 Cent, Sahne 50. Wie viel habe ich also bezahlt? 3,30 €. Das ist falsch. Möchtest du? 4,90 €. Nein, 4,90 € ist auch falsch. Was, war 10? 2 €. Ach, 6 Kugeln war es, Entschuldigung. Ich habe 7 Kugeln gezählt. 2,90 € wäre es gewesen. Ich meine, es waren 6 Kugeln. Deswegen, ich habe 7 Kugeln gezählt. Ah, 6. Ich bekomme sie auf 10. Ach, naja, egal. Somit kriegt jeder einen Punkt, weil beide falsch beantwortet haben. 3:3 steht es. Nächste Frage. Ah, fuck. Apropos Eis. Gute Nachrichten für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Bei der am kommenden Freitag beginnenden Weltmeisterschaft wird NHL-Profi Jochen Hecht das Team verstärken. In welchem Land wird die WM stattfinden? Weiß keiner? Keiner eine Ahnung? Nie was gelesen? Da schließe ich auch diese Frage, wenn keiner möchte. Schweiz. Nichts drüber geführt. Nächste Frage. Angela Merkel hat sich in dieser Woche von den Strapazen ihres Jobs auf der italienischen Insel Ischia erholt. Schon seit vielen Jahren ist es ihr liebstes Urlaubsdomizil. Ihren Vorgänger Gerhard Schröder zog es ebenfalls nach Italien, vorzugsweise in die Toskana. Helmut Kohl hingegen verbrachte seinen Urlaub weiter nördlich. Und zwar in St. Gilgen am Wolfgangsee. Am Wolfgangsee, ist richtig. Punkt für Stefan. 4:3. Gönnen wir Angela Merkel ihren Urlaub. Schließlich hat sie ordentlich geackert und kürzlich noch die Abwrackprämie bis zum Jahresende verlängert. Abwrackprämie ist allerdings gar nicht die offizielle Bezeichnung des 2.500-Euro-Zuschusses, sondern Umweltprämie. Umweltprämie ist richtig. Wieder ein Punkt für Stefan. Ah, Oku, komm. Wir haben noch einige Fragen. Ich bin am Start. 5:3 für Stefan. Jürgen Klinsmann hat derzeit allen Grund, sauer zu sein. Nicht nur, dass die Spieler des FC Bayern unfähig sind, seine genialen Konzepte erfolgreich umzusetzen. Jetzt hat ihn auch noch eine deutsche Tageszeitung als Jesus am Kreuz hängend dargestellt. Wogegen Klinsmann? Taz. Welche Zeitung ist gemeint? Die Taz. Ich hab's gewusst, ich dachte nur, oh, scheiße. 6:3. Noch ein Punkt für Stefan, dann hat er dieses Spiel gewonnen. Über das besagte Klinsmann-Jesus-Bild schrieb die Taz übrigens den Satz: Always look on the bright side of life. Spamalot. Spamalot ist leider falsch. Damit geht der Punkt automatisch schon mal an Stefan. 7:3. Die Frage wäre gewesen, aus welchem Film? Aus dem Film. Leben des Brian. Ja. Gab's mehr Möglichkeiten. Elton, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank, Elton. Tschüss, schönen Abend. So, siebtes Spiel geht an Stefan Raab und damit steht es unentschieden, 14:14. Vor dem achten Spiel und dieses achte Spiel heißt so. Casting. Ja, jetzt mal rauf auf die Couch. Was ist Casting? Was könnte das sein? Keine Ahnung. Guck mal, was wir hier aufbauen. Bestimmen wir am besten. Was soll das denn sein? Ja, wir werden es euch verraten. Und zwar Andreas Brutier
Schiedsrichterausbilder im Rheinischen Fischereiverband. Es ist ein Begriff aus dem Angelsport. Andreas, hallo, ja, grüß dich. Das ist Oko, das ist Stefan. Ja, sag ihm ruhig hallo. Hallo. Er freut sich ein bisschen gerade und guckt sich an. Kommt mal mit, wir gehen zum Sportgerät. Hier haben wir die Angel. Und mit dieser Angel haben wir Folgendes vor. Ihr müsst mit dem Gewicht einer Angelrute in die Zielmarkierung treffen. Seht ihr das? Bullseye sind 10 Punkte, dann außen 8, 6, 4, 2 oder auch gar nichts. Ihr habt 6 Würfe abwechselnd und eure Punktzahlen werden addiert. Wer insgesamt mehr Punkte macht, gewinnt das Spiel und bei Unentschieden gibt es ein Stechen, sprich jeder einen Wurf. Stefan liegt vor. Punkte werden addiert, ne? Punkte werden addiert. Andreas, wie geht das? Kurze Einweisung. Ja, das sind herkömmliche Wettkampfgeräte, wie wir sie im Turnier auch benutzen. Im Turnier? Na, das ist ein, das Spiel, ist ein richtiges Turnierspiel. Natürlich. Ja, da gibt es 9 Disziplinen, ist vom Angelsport abgeleitet. Und dann stehen Sie da und dann werfen Sie diese Dinger da rein? Ja, vor Publikum? Ja, wir haben schon mal 5 bis 7 Leute, ja, da die zufällig vorbeikommen. Hechte Nein. nicht geangelt, sondern erschlagen. Warum okay, auch so nicht? Ja, macht doch Spaß. Guck aber lieber zu, wie es geht. Festhalten zwischen Ringfinger und Mittelfinger. Ja, genau. Der Zeigefinger hält die Schnur. Okay. Möglichst das Gewicht bis zur Rolle ablassen. Dann ist es am einfachsten. Kürzer wird wesentlich schwieriger. Ja. Festhalten, entweder mit dem Finger auf die Spule oder mit dem Finger festhalten. Und das flutscht dann am Finger entlang, oder wie? Man muss den Finger schon wegnehmen beim nach vorne nehmen. Ah, okay. Und dann muss man ihn wieder reintun, wenn man meint, ist weit genug, oder was? Ja, man kann das Gewicht durchaus einbremsen, wenn man meint, die richtige Länge ist erreicht. Mach doch mal einen vor, damit wir mal ungefähr gucken. Wir machen auch immer schön aus dem Unterarm, ne? Nicht oben schwingen oder seitlich. Nee, das kannst du mit Brad Pitt machen. So, und jetzt? Ja, das war schon eine 8. Von alleine, oder? Also ich bremse, ich halte hier fest und bremse hier ab. Man kann natürlich reinpacken, kann mit auch mit Finger. Ja, egal. Aber die Route mit einer Hand halten, das ist. Ja, sieht ein bisschen aus wie Fliegenfischen, ist was anderes. So, habt ihr das verstanden? Also nicht einer. Immer abwechselnd. Nein, immer abwechselnd. Stefan legt vor, 6. Oko, kommst du zu uns? Ich bin dabei. Ja, nee, hier also auch rüber, weil dann können wir dich besser auch einfangen. Okay, super. Okay. Und jetzt wegmachen. Festhalten, hier. Richtig festhalten dabei. Puh. Jetzt festhalten dabei. Ja. Und dann mit einer Hand, oder wie machen Sie das? Ja, mit der Hand das Gewicht festhalten, nach vorne ein- oder zweimal vorpendeln. Also wie oft ist jetzt wurscht, ne? Ist egal, ja, wir haben und Zeit. So Gefühle entwickeln, oder? Dann sage ich, Spiel 8, Casting, es geht los. Erster Versuch, das, Stefan. Also muss ich das ganz loslassen, damit das rausgeht, oder wie geht das? Das wäre von Vorteil, sonst kommt das Gewicht zurück. Ja. Also mit dem Finger, einfach... Wieder ein bisschen ranholen. Irgendwie loslassen, sonst jetzt nochmal durcheinander hier. Hab ich schon kaputt gemacht? Ja, so ein bisschen. Nein. So. Also eins wird deutlich. Jeder noch eine Angel, okay, bitte. Ja. Stefan Raab hat nicht allzu häufig am Fühlinger See geangelt. 7,5 Gramm ist das Castinggewicht für Anfänger. Monofile Schnur von 0,20 Millimetern. Und so eine Angelrute ist 1,60 Meter lang für Anfänger normalerweise. So, jetzt auspendeln. Wie gesagt, immer von unten. Erster Versuch Raab. Deutlich und zu das weit. Das ist zu weit. Also ich kann auch mit der zweiten Hand... Mit der zweiten Hand reingreifen und bremsen. Ja. Das geht auch. Das geht, ah, alles klar. Okay. Also, bei mir verfangen die irgendwie. Ja, das ist gut. Wir machen. Okay, gut. Für euch noch zur Info, hört mir zu. Richtig. Gewertet wird, wo das Gewicht liegen bleibt. Ne? Also nicht, wo es aufschlägt, sondern wenn es zum Beispiel über so eine Wurst nochmal drüber... Nein, man darf es nicht aktiv zurückziehen, wenn es schon gelandet ist. Aber es kann ja sein, dass es weiter höppelt. Ne? Hörst du zu, Oku? Also das Gewicht wird da gemessen, wo es liegen bleibt. Wenn es weiter höppelt, ne, über eine Wurst drüber, weiter nach vorne, ist in Ordnung. Dort, wo das Gewicht liegen bleibt. Also mit dem... Kein Aufschlag machen. Genau so. Okay, das ist... ungewohnt. Also auch Oku hat nicht allzu häufig geangelt. Ja, das war ein Versuch. Wieso ist er nicht so gegangen? Weil du zu spät losgelassen hast. Aber Unfähigkeit, das war Okus erster Versuch. Ja. aber 0 und 0, ob es hier lang ist, ist egal. Ich habe zu spät losgelassen, ja? Ja. Es wird, wenn du zu spät loslässt und es fällt auf den Boden, ist das Spiel, gilt es schon als Versuch. Hab ich gemerkt. Alles klar, du bist ein Sportsmann, das finde ich gut. Okay. Oben ist auch alles in Ordnung. Das ist aber echt nicht einfach, mein lieber Mann. Ja, was meinst du, warum muss machen? Ja, nach den ersten beiden Versuchen ist man geneigt zu sagen, das geht auf ein, das läuft auf ein 0-0 hinaus hier. Aber wir haben ja noch beide jeweils 5 Versuche. Und das ist eben eine Sache, das jetzt auszutarieren. Normalerweise eine Stärke von Stefan Raab.
Hä? Das war ja noch schlechter als meine. Stefan. Ja! Was war das denn? Das kommt dann zurück. Guck mal, liegen geblieben. Wenn man da reingreift, ist irgendwann Ende. Aber es ist nicht oben gegen die Dings geknallt. Das ist nicht passiert. Das ist echt nicht einfach. Das ist aber echt was für. Ja, Bügel umlegen. Ja. Es scheint. Aus der Hand. Ja. Als wenn es bei euch morgen doch wieder nur Fischstäbchen gibt, wenn ihr so weitermacht. Also. Probier's mal aus. Haut so mal jetzt raus. Ja, das ist natürlich, wenn man nie geangelt hat, wenn man so ein Ding nie geworfen hat, ist das beileibe nicht einfach. Nein! Der bleibt an der ersten Wurst, wie wir es vorhin genannt haben, hängen. Weiterhin 0:0 zwischen Stefan und Oku nach zwei Durchgängen. Also wie gesagt, da ist es eben wichtig, in dem Moment zu blockieren, wenn man meint, die richtige Länge ist erreicht. Nicht zu früh, sonst kommt das Ding zurück. Der war dann doch wieder deutlich zu weit. Also hat er deutlich zu spät gestoppt. Stefan Raab, jeder Angler zu Hause wird sich jetzt wahrscheinlich kaputt lachen, aber wie gesagt, ich vermute, die beiden haben das nie gemacht. Den Bügel umlegen. So, jetzt gibt es die ersten Punkte. Ah, okay, gut. Das ist eine Ansage. Also er tritt hier sehr bescheiden auf. Ja, gut. Aber immer noch 0:0. Es sind drei Durchgänge absolviert von beiden. Wir haben noch keine Punkte. Die Hälfte dieses Castingspiels ist rum. Stefan mit ganz, ganz leichter Pendelbewegung. Und das sind die ersten Punkte. 6 Punkte für Stefan Raab mit ganz viel Gefühl. Und ein etwas kurioses Angelspiel, das man in kleinerer Form von den Kindern daheim kennt, wenn die den Schuh immer am Magneten rausziehen aus so einer Pappgeschichte aus dem Jahre 1864. Und für dich, Oku, geht es übrigens das mal nur so nebenbei um 2,5 Millionen Euro. Ach so. Jetzt hat der Märchenonkel Feierabend da oben in der Box und jetzt bist du dran, Oku. Komm gut. Ja. Jetzt die Antwort von Raab. Er liegt mit 2 Punkten hinten. Wieder eine 6 und er geht in Führung mit 12:8. Also eine 4 für Oku und wir haben Gleichstand. Stefan hat sich da jetzt eingependelt im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie gesagt, Oku mit der 4 zieht er gleich. Alles, was besser ist, und er behält seine Führung. Danke. Spannung ist greifbar. Oh, der ist kurz, aber der springt immerhin noch in die 2. Aber das heißt, in der 2, 1. Das heißt, Stefan Raab führt mit 12:10. Ein Versuch noch für jeden. 12:10 für dich. Also das ist relativ einfach. Ist das gut so richtig so? Trifft Raab die 10, hat er gewonnen. Trifft er in die 8, muss Oku die 10 machen. Jetzt geht's. Er möchte den Jackpot auf 3 Millionen erhöhen. No! Oh, 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 oh. Macht Oku hier die 4, gewinnt er Casting und nähert sich den 2,5 Millionen Euro. Wie belastbar ist dieser 32-Jährige aus Homburg? Wie ist es um sein Nervenkostüm bestellt? So, letzter Durchgang für Oku. Stefan schaut natürlich gebannt zu. Jetzt gilt's. Die 4 und er hat's. Und er hat's. Herr Goku!
Danke, Andreas. Mann, ey. Wow, anfangs dachte ich, ihr trefft den Pottwal nicht, aber dann doch. Und zwar satte Punkte für Oku, 8 an der Zahl, 22 zu 14 für Oku. Das ist jetzt Spiel Nummer 9. Tiere schmecken. So, mitkommen. Tiere schmecken. Bah. Ja, bah, sagst du zu Recht. Aber es ist ein wenig anders, als ihr vielleicht jetzt glauben mögt. Oku, welche Tischfarbe hättest du gern? Ich bleib auf der Seite, das war gut vorhin. Gut, Stefan geht zu blau. So. Ihr kriegt von mir hinsetzen, bitte, sonst wäre der Stuhl auch nicht vonnöten. Ihr kriegt von mir gleich 3 bis 5 Buchstaben in den Mund geführt. Ja? Das sieht dann ungefähr so aus. Das sind Buchstaben. Und diese Buchstaben ergeben, wenn sie richtig zusammengesetzt werden, ein Tier. Wie das zum ist Beispiel aber hier. Unzweifelhaft. Also aus den Buchstaben kann man nicht etwa 2 verschiedene Tiere machen oder so? Glaubst du, wir würden sowas machen? Ich weiß es nicht. Ich Nein, würden wir nicht. So, hier, das ist ein Hund. So, und das ist letztendlich das Spiel. Ihr bekommt von mir 3 bis 5 Buchstaben. Die müsst ihr aus diesem Behälter in den Mund führen. Mit der Zunge und was sonst noch alles zur Verfügung steht, ertasten. Die Buchstaben bleiben die ganze Zeit im Mund. Also nicht und dann, ja, alles klar. Sondern die ganze Zeit im Mund und ihr ertastet. Und kommt hoffentlich auf den richtigen Tiernamen. Aber wenn ich die Buchstaben im Mund habe, kann ich dir doch gar nicht sagen, wie das Tier heißt, oder? Du hast einen Buzzer. Bei deinem Mund glaube ich, dass das geht. Du musst drücken und dann bong. Das glaube ich, das klappt. Ja? Okay. Aber sehr, sehr schnell. Ne? Das heißt, wer drückt, muss auch sehr, sehr schnell die richtige Antwort geben und nicht erst drücken und dann so, ja, Wolf, mal, wo habe ich ihn jetzt das E gelassen, sondern dann möchte ich auch die Antwort haben. Nennt ihr das richtige Tier, gibt es einen Punkt. Antwortet ihr falsch, kriegt der Gegner einen Punkt und das Wort ist aus dem Spiel. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Ja? Und immer daran denken, Buchstaben müssen die ganze Zeit im Mund bleiben. Als kleine Anregung und Hilfestellung, hier habt ihr nochmal das komplette Alphabet, falls es da Lücken geben sollte bei euch. Also so sehen die Buchstaben aus, die ihr dann im Mund haben werdet. Alles klar? Alles verstanden? Gut. Spiel 9, Tiere schmecken, beginnt jetzt. Ich sage euch auch netterweise immer vorher, um wie viele Buchstaben es sich handelt. Jetzt handelt es sich um 3. Wir müssen sie gleichzeitig einfügen. Genau. Hände ausstrecken, genau, in die Hand. Tiere schmecken wie geht. Wie kommst du in den Mund? Du wirfst dir das in den Mund. Ach, da oben ist ein Loch. Da oben ist ein Loch, okay. Ja, sonst wäre es schwierig auch. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Das Wahl. War. Oku sagt Wahl und das ist richtig. So, einmal aufspucken bitte. Nee, ich will das sehen. Ja, mit Sabber dabei. Ja, mit Sabber dabei, sehr gerne auch. Yeah. Ja, ist richtig. Die sind aber hier ganz bitte schön scharf. In den, scharf ist scharf? Ne? Nee, scharf kannte ich die Teile. Ach so, ja, Gewürz ist weh. Nicht. Ach so, alles klar. 1:0. Nee, das könnte einfach daneben liegen. Hier kommen nur wie die. Wie viel Punkte? Es gibt jetzt einen Punkt und wir wollen insgesamt 5 Punkte vergeben, okay. Maximal. Ja, okay. Wer zuerst 5 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Das nächste Tier hat ebenfalls 3 Buchstaben. 1:0 für Oku. Es geht weiter. Stefan. Hi. Stefan sagt Hi. Das ist falsch. Das ist der 2. Punkt für Oku. Spuck mal aus und sortier. Was könnte das wohl? Ja. Scheiße. Aber immerhin, das Haar hattest du schon mal. Das ist doch schon mal was. Habe ich denn hier als. Ach, das U habe ich wahrscheinlich falsch rum als A.
Als was? Als A? Ach so, okay. So, drittes Tier hat, weil es eben schon so gut geklappt hat, jetzt 4 Buchstaben. Roku 420. Jetzt bitte. Mmh, lecker. Nicht zerbeißen, ne? Schon irgendwie. Eule. Eule ist richtig. Bei mir war es auch Eule. Ja, da haben wir doch alles richtig gemacht. Also 2-1, Stefan kommt ran. Erster Punkt für Stefan Raab. Die Buchstaben können sich übrigens nach der Sendung draußen mitnehmen. Ja, aber nur gegen Höchstgebot. Viertes Tier hat ebenfalls 4 Buchstaben. Weiter. Maus. Bitte was? Maus. Ja, ist richtig. Maus. Ihr dürft Sachen essen, die gibt's sonst nur beim Chinesen. So, 2-2, Ausgleich. Oh, ey. Ganz schön scharf. Ihr dürft auch scharf gerne was trinken dazwischen. Ekelhaft. Schmeckt ekelhaft und ist scharf. Das nächste Mal kommt Curry dran von mir aus. So, 5. Tier. 4 Buchstaben. Ausgleich, 2-2, wer als erstes 5 Punkte hat, gewinnt. Esel. Stefan sagt Esel und das ist richtig. Ich dachte, das wäre ein V. Ich habe das als V gesehen. Ärgerlich. Und? Alles noch heil im Mund? Ah, das war mein Zahn. Nicht wirklich. Nein. Es geht um 2,5 Millionen Euro, liebe Freunde. Und Stefan hat ein 0-2 gedreht. 3-2 jetzt für ihn. 6. Tier, ebenfalls 4 Buchstaben. Und weiter. Buchstaben? 4. Ich hoffe, du hast noch alle. Sechstes Tier ist das Huhn. Eieiei, das sieht ja immer schlimmer aus. Mach mal ein bisschen Frotte drüber. Huhn ist korrekt. Stefan super. Geht mit 4-2 in Hängt Führung noch ein Punkt. Das, und er hat dieses 9. Spiel für sich entschieden. Oko, noch einen Schluck nehmen. Könnte das letzte Tier sein. Du musst wieder rankommen. 4-2 für Stefan, der braucht nur noch einen Punkt. Und das 7. Tier hat 5 Buchstaben.
Los geht's. Fisch. Bitte was? Fisch. Jawohl, es ist der Fisch. Ja. Jetzt will ich euch nicht anfassen. Ich hab das echt. Das war echt nicht einfach für mich. Lecker. Zum Schluss also noch eine Buchstabensuppe hingekriegt. Das sind die 9 Punkte für Stefan Raab nach Tiere schmecken. Und Stefan geht in Führung mit 23-22. Komm, Stefan, nimm das Glas mit. Und das ist unser nächstes Spiel. Wir spielen Tennis. Oh, das konnte Oku sehr gut, wie wir gesehen haben. Zieht euch um. Ja, ich will gleich kurze Hosen sehen. Und wir gehen gleich rüber ins kleine Nachbarstudio. So, und wir sind Backstage. Leider ein Ticken zu spät. Die Buchsen sind alle an. Stefan braucht noch einen Schuh. Ja, Eisfußball, das also am 29. Mai. Kannst auch kommen, Oku. Gerne. Kann aber auch sein, dass du mit 2,5 Millionen schon in der Karibik liegst. Ja. Das wissen wir alles nicht. Wir spielen jetzt Tennis und das sah doch sehr sportlich aus, was du da hingelegt hast. Du spielst mannschaftsmäßig, oder? Ja. Medenspiele machst du. Vor allem habe ich, bin in der Mannschaft angemeldet im Moment, spiele nicht aktiv. Durch die Musik habe ich am Wochenende keine Zeit, aber. Wie hoch hast du gespielt? Ohne Kommentar. Oh, ja, wie? Aber das sieht aber schon nach Bezirksliga, Landesliga aus, oder? Jo, das Talent ist vielleicht da, aber nee. Hat schon draufgehauen. Ja. So, Stefan. Bei dir alles klar? Jo. Wann hast du das letzte Mal ein Racket in der Hand gehabt? Ich befürchte, weil ich schlag den Raab. Und das ist, ein bisschen her. Wir haben mal gespielt. Aber das ist bestimmt ein halbes Jahr her, oder? Das ist auch länger her, ja. Aber. Und da kann ich dir sagen, Oku, Steffi Raab ist schlagbar. So viel kann ich verraten an dieser Stelle. Aber wer weiß es denn? Unter Druck, ja? Und wenn ein bisschen Arm, gelöffelt mit wird. Mit den Armen vom Hochseilgarten. Oh ja, stimmt. Unterarm wird natürlich jetzt. Chang gegen Lende. Ja, natürlich. Wer ist Chang? Schön. Von unten aufschlagen, vielleicht werden wir das ja gleich sehen. So, jetzt sind wir hier in der Tennishalle. Schönen guten Abend. Wow. Da sind ja die US Open nichts gegen. Christoph, hallo. Dich kennen wir. Christoph Damaske, ATP-Schiedsrichter. Gerade aus Miami zurückgekommen, da hat er noch geschießt. Und auch unsere Linesmen haben Wimbledon-Erfahrung. Also, auf die Schiedsrichter motzen wird heute keinen Sinn machen. Die verstehen ihren Job. Was spielen wir? Wir spielen klassisches Tennis. Ihr spielt aber keine ganzen Sätze, sondern nur Tiebreaks. Bis 7, 2 Punkte Abstand. Beim Aufschlag ist es immer ein bisschen kompliziert. Dafür bist du ja da. Wir fangen an mit einem Aufschlag für den einen, der zuerst aufschlagen möchte und die Wahl gewonnen hat. Und dann jeweils 2 im Wechsel. Wer als erster 2 Tiebreaks holt, gewinnt das Spiel. Seitenwechsel nach jedem gespielten Satz. Und wir müssen noch die Münze entscheiden lassen, wer denn Aufschlag hat, beziehungsweise wer wählen will. Man kann ja auch Rückschlag wählen, genau. Ist ja alles möglich. Oder man kann sich aber nur für die Seite entscheiden. Auch das. Wichtig ist noch, bitte gegen die Sonne. Denkt an Fußfehler, dass ihr beim Aufschlag den Platz nicht betretet. Irgendwelche Fragen noch von eurer Seite? Es wird sich nicht eingespielt übrigens. Nicht eingespielt, nein, wir haben keine Zeit. Dann darfst du wählen, rot oder schwarz? Ja, roll doch noch bis Mülheim durch, alles klar. Rot. Stefan darf entscheiden, was er machen möchte. Dann lasse ich Oku aufschlagen erstmal. Du gehst rüber, Oku. Okay. Der erste Aufschlag von der rechten Seite ist dann von Oku. Nehme ich die Bälle mit? Genau, die Bälle kannst du mitnehmen, kann dir auch den Ballkindern geben. Oder ein Ballmädchen. Auch noch ein Ballmädchen ist ja unfassbar. Also, es geht los. Spiel Lisa. Nummer 10, Tennis. So, und das sah ja bei Oku da im Einspielfilm zu Beginn der Sendung sehr, sehr gut aus. Wir werden jetzt schon bei der Aufschlagbewegung einen Eindruck bekommen. Ein Aufschlag, Oku.
Zweiter Aufschlag. Fußfehler habe ich da gehört. Danke. Also übergetreten beim Aufschlag. Zweiter Aufschlag. Das ist ein Einwurf. Netz. Zweiter Aufschlag. Wiederholung des zweiten Aufschlags, bitte. Das ist natürlich die Möglichkeit, wenn Oku nochmal so lasch aufschlägt, für Raab da mit dem Return sofort zu attackieren. Mit dem Slice. Beide sehr vorsichtig. Schöner Lob von Raab. Schöner Lob von Stefan Raab. Muss man einfach sagen, war sehr, sehr gut über die Rückhandseite. Den Lob gespielt über die Rückhandseite von Oku. Das ist genau der Schlag. Dieser Lob über die Vorhandseite wäre nicht so erfolgversprechend gewesen. Aber es geht über die Rückhandseite und der ist genau richtig getimt. Gute Länge drin. Und der Fehler von Oku. Guter Ball von Raab. Und er hat jetzt zweimal Service. Naja, versucht es mit Kraft, aber nicht wirklich die Schleife hinten gezogen beim Aufschlag. Ah, eins, beide. Aufschlag von rechts, bitte, Stefan. Erster Doppelfehler in diesem ersten Tiebreak von Stefan Raab. Eins, beide. Alles wieder offen. Mini-Break ausgeglichen durch Oku. Der war fest. Warte bitte, Stefan. Danke. Okay. Aus! Das gibt's doch gar nicht. Da würde ich jetzt ganz gerne noch 2-1 für Oko. Der war drin. Wiederholung sehen. Ja, der war drin. Ich habe den ausgesehen. Also Raab, gibt den gut. Raab 2-1 ruft Oko aus, aber der hat das nicht zu entscheiden. Und der Ball ist eindeutig auf der Linie. Absolut korrekt vom Linienrichter gesehen. Also ich habe mich schon gewundert. Die Stimme kennt man doch. Das war Raab, der da ausruft. 2-1 Oko. Die Zeitlupe hat auch deutlich gezeigt, dass er auf der Linie war. Also Stefan, es war alles korrekt. Fehler! Ah, na jetzt. Übrigens, ne? Schön gesehen, dass der mit Spin aufgeschlagen war. Also mit Schnitt. Auch Fußfehler und ein Fußfehler zum Doppelfehler. Also das ist eine Konzentrationsgeschichte, denn er hat die Bewegung ja drauf beim Aufschlag, Oku. 2-2, alles wieder offen. Ach. 3-2, Oku. Man sieht, dass beide sehr, sehr vorsichtig agieren. Wir haben nur unterschnittene Rückhände bisher gesehen. Alle Rückhandschläge bisher im Slice gespielt. Kein gerade geschlagener Ball, kein Topspin mit der Rückhand. Zweiter Aufschlag, Raab. Oh! Drei beide. Obwohl er da gar nicht gut zum Ball stand, viel zu dicht dran, aber mit viel Touch, mit viel Gefühl aus dem Handgelenk. Werden wir hier sehen, steht gar nicht gut, dann kommt es aus dem Handgelenk. Hüpft noch ein bisschen nach hinten weg. Das war Ballgefühl von Raab. 3-3 der Spielstand im ersten Tiebreak. Okay. Ein Ass. 4-3, Stefan, ein Ass. Da war sich Raab selbst nicht ganz sicher, aber es kam kein Ruf vom Linienrichter. Und wir werden das jetzt in der Zeitlupe vielleicht sehen. Kriegst noch einen. Nee, sehen wir nicht, aber da der Linienrichter und auch der Schiedsrichter gesagt haben, weiter, war der Ball gut. Punkt Raab. Ah! 4-Beine. Guter Aufschlag genau auf den Mann von Oku. Auch das ist ja eine Möglichkeit, direkt auf Mann zu spielen mit dem Service. 4-4. Jetzt wieder die Möglichkeit für Raab, das zweite Service zu attackieren. Er geht weit ins Feld hinein. Wieder vor die Füße von Stefan Raab gespielt, der dazu halbherzig agiert. Deutet eigentlich an, dass er aggressiv drauf geht, aber das ist nur ein geschobener Ball hier von Raab. Und dann vor die Füße von Stefan Raab gespielt durch Oku, der führt hier 5-4 für Oku. Du schlägst von links auf, bitte. Und pass bitte auf, dass du außerhalb der Mittelmarke bleibst. Danke, Lisa. Ja, deutlich zu lang der Ball. Zweiter Aufschlag, jetzt die Chance für Oku zu attackieren. Steht auch im Feld.
6-4. Aufschlag war lang und das heißt zwei Satzbälle für Oku hier im ersten Tiebreak. Ein Service zwei noch von rechts für bitte. Stefan Raab. Na, den muss er jetzt durchbringen, um hier im ersten Tiebreak drin zu bleiben. Och nee. 6-5 Oko. Ja, jetzt versucht das mal mit einem geraden Schlag zu attackieren und dann verlässt ihn im letzten Moment der Mut, diesen Ball auch wirklich durchzuziehen. 6-5. Kunde. Satzball. Bei eigenem Aufschlag. Au. Ja, Ball war lang. Jetzt wieder die Möglichkeit für Raab, da was zu machen gegen das zweite Service. Aus. Der geht jetzt aus. Das sechs gibt's beide. Doch nicht. Das sind die Nerven. Das können ja nur die Nerven sein. Der kann das. 6-6. Jetzt bis acht. Ja, natürlich wie beim Tiebreak üblich. Zwei Punkte Vorsprung, genau. Oh, jetzt wackelt Oku. Jetzt bin ich gespannt auf dieses zweite Service. Raab wieder weit im Feld. Und er ist nur eingeworfen, aber Raab schaufelt den zurück. Ist gut. Aus. 7-6, Oku. 7-6 für ihn. 7-6 für ihn. Raab mit Aufschlag. Satzball für Oku. Ah, die zittern da, die Händchen, bei beiden. Zu lang? Aus? Ja. Etwas lang, dieser Aufschlag. Oh, jetzt ist der Druck da. Spiel, erster Satz, Oko. Und da hat man sehr, sehr schön gesehen, dass er die Aufschlagbewegung überhaupt nicht durchzieht. Hat Angst gehabt, den Ball zu weit zu schlagen. Dann wird das nur so ein halbherziges Ding. Und landet eben oben an der Netzkante. Und das beschert Oku hier den ersten Satz. Aber ganz ehrlich, bisher hält Raab da sehr, sehr gut gegen. Wenn wir die Bilder vom Einspielfilm von Oku gesehen haben, bin ich ganz ehrlich, ja, das ist Glenn, natürlich. Das ist wichtig bei jedem guten Tennisspieler, die Banane in der Pause. Also, aber Raab verkauft sich da sehr, sehr gut bisher. Wenn er noch ein Schüppchen drauflegt, noch ein Stück Banane isst, dann ist da was zu machen im zweiten Satz. Wenn du jetzt 1-1 machst, gibt es dritten Tiebreak. Genau. Das ist ja nett, vielen Dank. Das ist auch für mich lang, weißt du? Schluck Wasser? Ja. Also ich könnte wieder. Du auch? Zeit. Ah. Geht weiter. Lisa, machst du mal sauber, bitte? Einerlei, danke. Also vielleicht das Professionellste bisher in diesem Match, dieser Seitenwechsel. Schlag ich nee, du hast den ersten aufgenommen, Stefan schlägt den zweiten auf. Machst du noch den Deckel zu, bitte, Lisa? So, also diesen Satz muss Raab gewinnen, ansonsten geht Satz auch Tennis Aufschlag an Oku und der schnuppert Raab dann intensivst an 2,5 Millionen. Wieder weit im Feld. Das ist die Möglichkeit jetzt. Ach, 1-0, Stefan. Und jeder Hobby-Tennisspieler kennt das von zu Hause. Der Ball des Gegners hoch, nur ins Halbfeld. Und man hat so viel Zeit zu überlegen, wo hau ich ihm den hin? Und dann macht man alles falsch, so wie Oku hier. Jeder Tennisspieler kennt das. Ja, ist gut, ist gut. Sehr gut. Eins, beide. Sehr, sehr viel Spin in diesem Aufschlag von Oku. Also Drall hier, da spielt er den seitlich. Ja, sehr, sehr gut gespielt von Oku. Dieser.
2:1. 2:1. Oku. Auch da der Lob über die Rückhandseite. Da hat Oku die Einladung angenommen. Raab hat nicht mehr die richtige Länge in seinen Bällen. Und Oku zieht jetzt richtig durch und führt hier mit 3:1. Ganz, ganz wichtige Phase jetzt vor allem für Stefan Raab, um hier im Geschäft zu bleiben. Ui. Überraschung. Super Aufschlag von Raab. Oku. Ein super Aufschlag, ein Hammer. Überraschung. Oku schlägt auf. Oku, du schlägst auf. Das Oku. War Bum Bum Raab. Okay, sorry. Von links. Danke. Ja, auf den Körper und keine Chance für Oku. Der jetzt serviert. Oh, ich wollte ihn eigentlich. Sorry. Entschuldigung. Welche Seite? Seite? Von links den ersten immer. 3:2. Wie steht? 3:2 für Oku. Kein guter Vorbereitungsball, aber dann macht er doch den Lob, weil Raab den Ball da halb hoch spielt und in die Vorhand von Oku, der hier mit 4:2 spürt. Sein Vorbereitungsball war überhaupt nicht so gut. 4:2. Oku. So, jetzt die Chance für Raab. Zweiter Service, Oku. Na gut, Raab beschwert sich, aber es kam kein Ruf vom Linienrichter und auch Christoph Damaske sagt sofort, Ball war gut und wir sehen, ja, der Ball ist auf der Linie und das ist dann schwierig für Stefan Raab, aber der Ball war gut. Wie steht's? 5? 5:2 Oku, von links bitte. 2 Punkte trennen Oku noch vom Tennissieg. Super Aufschlag von Raab erneut in diesem Tiebreak. Vielleicht rettet ihn jetzt diese Aufschlagstärke. Schön am höchsten Punkt erwischt, gerade durchgezogen und dann hat Oku Probleme ob des Tempos dieses Services. Sehr, sehr stark von Raab. Noch so ein und er ist wieder dran. Nein! 6:3. Und dieser Doppelfehler beschert Oku 3 Matchbälle beim Tennis. Okay. Das wäre ein Comeback, wenn Raab nochmal zurückkäme. Oh, die Mätzchen sollte er lassen. Ah, aber er gewinnt Tennis. Christoph, vielen Dank. Danke schön. Ja, Johnny Mac hat den Schläger geschmissen. Stefan verliert. Glückwunsch, Oku. Knapp, aber doch verdient. Du hast die Aufschläge ausgepackt auf einmal. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Landesliga nehme ich zurück, aber wenn du da durchziehst, ist es schnell. Na, ehrlich gesagt. Am Anfang war es eine Schnippelei, aber dann habt ihr euch auch ein bisschen mehr zugetraut. Also, diese 10 Punkte gehen an Oku. Hervorragend, ja. Sehr gut.
ehrlich gesagt, 10 Punkte Vorsprung, nicht ganz. Ich hätte jetzt gedacht, du ziehst mich voll ab, weil in der Matz, die ich gesehen habe, das sah deutlich besser aus. Also ist deutlich besser, aber das Schwierige ist, ohne Aufwärmen, man hat eine zittrige Hand, gegen so jemand Schlechtes zu spielen, ist schon schwieriger. Und er löffelt natürlich auch fies, ne? Ja, es ist schon schwierig, in so einer Situation gegen so jemanden zu spielen. Absolut, und deshalb... Vor allem meine Aufschläge, du hast gemerkt, ne? Ist es natürlich noch schmerzhafter, wenn man sich einigermaßen gut verkauft, aber trotzdem die Punkte nicht macht, ne, Stefan? Also, 10 Punkte für Oku. Lady Gaga ist auch noch da. Also, bis gleich. Heute Abend geht es um 2,5 Millionen Euro und Oku ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Hier ist der Punktestand. Oku führt 32 zu 23 gegen Stefan. Aber Stefan, für dich nochmal ganz kurz die Torte. Ja? Also da ist auch einiges drin. Guck mal, 65 Punkte, wir haben noch nicht mal Bergfest. So, und hier wird unfassbar geschraubt, denn Lady Gaga wollte ein paar Lampen haben und ein paar Disco-Kugeln. Das wird ja alles unglaublich schnell abgebaut. Mal einen riesen Applaus für die ganze Crew, die das blitzschnell macht. Oku, wollen wir mal rübergehen? Ja. Mal gucken. Ja, gerne. Ja, hier, lass dich mal abklatschen. Das lassen wir gelten. Und zufrieden bisher? Auf jeden Fall. Macht er gut, ne? Ja, super. Was mir sehr imponiert, du bist sehr locker, aber konzentriert. Also es gab schon einige Kandidaten, die wollten auch so ein bisschen Show machen und dann übrigens auch verloren. Mist. Ja. Du weißt ganz genau, wo du wieder anziehen musst und ist er da immer so? Also dass er schon diesen Spagat gut hinkriegt oder seid ihr auch überrascht bisher? Nee, überhaupt nicht. Locker ist er sowieso immer. Ja, aber dass er auch dann richtig Gas gibt. Spagat kann er nicht, aber gewinnen kann er. Ja, und den zweiten Aufschlag hat er auch gut drauf. Hast du dir inzwischen einfallen lassen, was du gewinnst bzw. abkriegst? Komm, der Oku kann das beantworten. Was kriegt er, wenn du gewinnst? Ja, ich warte auf eine schöne Antwort hier. Ja, wir warten auf eine schöne Antwort. Oku, was gibst du deinem kleinen, großen Bruder? Der kleine Bruder, mal gucken, wie er sich benimmt. Weißt du, wie es ist, ja, ne? Ein Matchbox-Auto ist bestimmt drin für dich. Auf jeden Fall, ich drücke dir die Daumen. Also, ihr seid weiterhin auf Okus Seite. Das würde mich sonst auch sehr überraschen. Ich weiß nicht, wie es hier im Publikum ist. Wir wollen ja den kleinen Stefan auch nicht ohne Unterstützung lassen. Wer ist für Stefan Raab heute Abend, meine Damen und Herren? Ja, kann man sich doch nicht beschweren, oder? So, liebe Freunde, und das erwartet euch jetzt. Turm bauen. Kommt nach vorne, ihr müsst einen Turm bauen. Das klingt im ersten Augenblick nicht spektakulär. Ist es auch im zweiten Augenblick nicht, wenn ihr eure Klötze seht. Aber es wird filigrane Maßarbeit. So viel kann ich versprechen an dieser Stelle. Ihr müsst immer abwechselnd einen Holzklotz auf den Turm legen. Der erste natürlich dort, wo wir das Quadrat markiert haben, dem Podest. Bei wem der Turm umfällt, der hat verloren. Der Gegner gewinnt dieses Spiel und dementsprechend 11 Punkte. Ja, dürft schon mal anfassen. Ihr dürft beim Setzen, aber bitte gut zuhören, ihr dürft beim Setzen den kompletten Turm berühren, aber keine Steine wegnehmen. Okay. Ja, aber zur Stabilisierung dürft ihr auch die anderen Steine festhalten, verschieben. Bloß, es dürfen keine weggenommen werden. Also wenn der schon so ein bisschen eierig ist, dann kann ich den auch wieder gerade rücken? Kannst du machen. Okay. Ist ein Risiko, kannst du aber. Pro Runde, sprich pro Stein, habt ihr 2 Minuten Zeit. Was? Ja, das klingt am Anfang viel, aber warte mal ab. Pro Stein? Pro Stein habt ihr 2 Minuten. In dieser Zeit müsst ihr einen Stein setzen. Setzt ihr den Stein innerhalb dieser 2 Minuten nicht, habt ihr verloren. So, und jetzt kommt diese ominöse Linie ins Spiel. Stefan, nicht putzen, hier hingucken, denn diese Linie ist sehr, sehr wichtig.
tritt der Spieler nach seinem Zug, hingesetzt, hinter diese Linie, startet automatisch die Zeit des Gegners. So, der Gegner hat jetzt folgende Möglichkeiten. Nehmen wir mal an, Oku ist fertig, hat gesetzt. Jetzt läuft die Zeit für Stefan. Stefan kann sich jetzt überlegen. Der Turm sieht sehr instabil aus, der fällt noch. Wenn er dieser Meinung ist, bleibt er hinter der Linie. Denn wenn der Turm dann fällt, wäre Oku schuld und die Punkte gingen an Stefan. Du okay, musst allerdings also überlegen, deine Zeit läuft, deine 2 Minuten laufen. Du kannst jetzt hier nicht irgendwie eine halbe Stunde warten und sagen, jojo, irgendwann fällt er. Du musst natürlich innerhalb deiner 2 Minuten deinen Stein setzen. Trittst du aber in das Feld rein, über diese Linie, bist du scharf geschaltet. Das heißt, wenn er dann fällt, bist du schuld. Obwohl du vielleicht noch gar nichts berührt hast. Was ist denn, wenn der Turm so ein bisschen wackelt und ich setz den ganz schnell drauf und bevor er fällt, spreng ich hinter die Linie. Ja, und der fällt dann ja, um. Ja, aber dann kann ja, wenn Oku schlau ist, sieht er das, bleibt hinter der Linie, der fällt um und du bist ach schuld. So, ja. Das ist ja das Umgekehrte, was ich gerade erzählt habe. Also, du bist letztendlich erst dann schuld, wenn du diese Linie übertreten hast. Sonst ist der andere schuld. Aber denk dran, nicht zu lange warten, denn eure 2 Minuten laufen ja. Ja? Soweit alles verstanden? Mhm. Oko, du darfst entscheiden, wer anfängt. Wer setzt den ersten Stein, du oder Stefan? Ich mach. Ja? Mhm. Der wird auch zu schaffen sein. Also, Spiel 11, Turm bauen, es geht los. So, das wird natürlich hier am Anfang nicht besonders aufregend werden, aber warten Sie mal ab, wenn mal so 10, 11 Steine stehen oder Klötze. Die siehst du nicht, die sage ich dir an, wir lassen die nicht die ganze Zeit. Jetzt haben wir zum Beispiel drin, du hast also noch eine dieses Minute. Teil, darf und man nicht berühren 47. Ansonsten? Nein, das untere nicht. Also Rab lässt sich da für den zweiten Stein Klötze sehr, sehr viel Zeit. Berühren und anfassen. Wie rum man den Stein da hinstellt, ist wurscht. Ne? Ja, ist auch wurscht. Es gibt ein paar Kanten, die sind. Ich darf den jetzt so hier hinstellen und dann so ein bisschen tarieren, wie ich das lustig, wie ich da lustig bin, ne? Ja. Also das ist. Du Stift hast, darfst auch ein Gesicht drauf malen, mir ist das egal. Hauptsache, irgendwann gehst du so, wieder Olufemi, raus. Oku, bleib hier, der fällt noch. Für mich schon eine Form der psychologischen schön, Kriegsführung hier. Ja. Schön, dass du von Oku Stefan Olufemi genannt hast. Oku war ja auch der Spitzname von Okudera, der mal beim ersten FC Köln gespielt hat in den 70ern. Richtig. 70ern. Yasuhiko Okudera. Damals beim FC. Hat mir immer gefehlt. Ich darf jetzt hier auch so dran rumfummeln, ne? Ja, natürlich. So, wir widmen uns dem Turmbau und nicht dem ersten FC Köln. Das dürfte zumindest heute Stefan Raab eigentlich auch lieber sein, nach der 0:3 Niederlage der Kölner gegen Stuttgart. Aber hier geht es um deutlich mehr. Hier geht es um 2,5 Millionen Euro für den jungen Mann hier, Oku. Und das, was Matthias Oppenhövel da vorhin gesagt hat, ist wirklich auffällig. Wenn ich jetzt so stolpern sollte oder sowas, dann zählt das wahrscheinlich auch, ne? Dass Oku hier diese Mischung sehr, sehr gut findet zwischen Lockerheit, mal ein Sprüchchen machen, mal fast ein bisschen mit dem Publikum spielen, aber im entscheidenden Moment fokussiert zu sein auf das, worum es hier geht, nämlich darauf, die einzelnen Spiele für sich zu entscheiden. Und am Ende, und das ist natürlich sein Traum, 2,5 Millionen Euro mit nach Hause zu nehmen. Noch ist der völlig stabil, der Turm. Das ist eben die Frage, wie man da taktiert. Ne? Ob man vielleicht mal den ein oder anderen kleinen Winkelzug einbaut, da bewusst nicht genau gerade drauf setzt, um den Gegner so ein bisschen in die Bredouille zu bringen. Aber noch steht das Ding hier statisch völlig sicher. Aber wie gesagt, warten Sie mal ab. Ich tippe so ab. Klotz 10, 11 wird das Ding hier schwanken. Oko macht das alles sehr, sehr zügig. Ab viel akribischer. Ich will noch nicht von einer Vorentscheidung sprechen, wenn Oku dieses Spiel hier Turm bauen für sich entscheidet. Aber dann sieht schon sehr, sehr gut aus. Dann wäre er mit 43:23 vorne. Momentan der Spielstand 32:23. Gewinnt Raab diesen Turmbau. Das ist das Verrückte bei Schlag den Raab. Dann ist der wieder vorne. Oh, schauen Sie mal, wie die Hände zittern. Ist er doch nicht so abgezockt? Doch nicht kalt wie eine Hundeschnauze, dieser Oku? Das muss man sich halt einfach vorstellen. Für Raab geht es in erster Linie
um seinen unfassbaren, unmenschlichen, schon krankhaften Ehrgeiz. Und für Oko, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man in der Situation nicht war, geht es um 2,5 Millionen Euro. Und jetzt, wo so ein Konzentrationsspiel, schauen Sie auf die Finger, ansteht. Stefan, immer warten. Ja, oh, jetzt Zeit ist wichtig, jetzt, wenn es anfängt, jetzt lass du. Damit wir hier keine Überschneidung haben auf der Linie. Jetzt kommen die Nerven ins Spiel. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So abgezockt kann dieser Oko nicht sein. So, mittlerweile haben wir natürlich schon längst mitbekommen, dass da der Turm schwankt. Das sieht aber noch sehr, sehr gut aus. Wir haben mittlerweile schon, ich zähle mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Klötze ist Nummer 15 jetzt hier durch Oko. Jetzt setzt er ihn, wir sehen wieder diese zitternde Hand, jetzt setzt er ihn sehr, sehr schräg auf. Ich bin mal gespannt, ob Raab das gleich korrigieren wird. Dann jetzt noch mal dran? Hast du ihn jetzt absichtlich so falsch draufgestellt? Kannst dich das jetzt fragen. Kann ich jetzt fragen, ne? Und jetzt kommen diese kleinen psychologischen Spielchen dazu. Raab korrigiert das Ganze. Ich darf den ja runternehmen, ja, ne? Nein, runternehmen nicht. So. Du darfst verschieben, aber nicht vom Turm entfernen. Jetzt hat er ihn erstmal wieder gerade draufgesetzt. Hat also auf dieses kleine Spielchen von Oko da ganz lockerlässig reagiert. Der Turm steht immer noch sehr, sehr fest. So, was macht Oko? Jetzt schauen Sie mal auf seine Hände gleich, wenn er den Klotz setzt. Er zittert schon. Welch Wunder. Obwohl, jetzt geht's. Jetzt geht's. Er setzt ihn wieder schräg drauf. Was will er damit bezwecken? Was hat er mit Raab vor? Warum macht er das jetzt wieder? Spekuliert er darauf, dass, wenn Raab korrigiert, der Turm eventuell umfällt? Raab korrigiert. Naja, natürlich wankt das ganze Ding dann immer, aber Raab davon im Moment noch unbeeindruckt. Und der Turm fällt! Dann schon ziemlich schräg. War ein bisschen schräg. Ich hab gar nicht gesehen. Den Stein immer nach rechts gestellt, weil die Bewegung ging immer nach links. Da habe ich meinen Stein nach rechts gestellt, damit das war so doof, nicht immer versetzt zu stehen, weil der hatte schon eine leichte Parabel drin. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Und Oko hat abgewartet, war bei mir und das sind die Punkte für Oko und zwar 11. Und damit steht es 43 zu 23, 20 Punkte Vorsprung. Und hier die entscheidende Szene vom Turm bauen. Da, von oben, ja, von oben sieht es gut aus. Ja gar nicht. Aber seitlich, guck mal, kannst du schon ein bisschen deutlich sehen. Ja. Fuck. Ja, scheiße. Das war's. So kann man es auch einen Punkt. Ich habe gar nicht nach hinten geguckt, weil ich mir sicher war, dass der jetzt noch gar keine Gefahr besteht. Siehste? So sieht's mal aus. Da kann man sich auch mal irren bei Spiel 11. So, und Spiel 12 heißt so. Entfernungen. So, komm, Bob der Baumeister. Es geht weiter, neuer Anlauf. Vielleicht klappt es ja jetzt mit einem Pulsspiel, das wir neu im Programm haben. Und so geht es. Ich nenne euch zwei deutsche Städte und ihr müsst die Entfernung zwischen diesen Städten eingeben. Gleich in das Feld, da bekommt ihr ein Zifferblatt, beziehungsweise einfach auch Buchstaben oder auch Zahlen. Hört? Ja, ist schon spät. Wer näher am Ergebnis dran liegt, bekommt einen Punkt. Bewertungsgrundlage ist der Mittelwert aus verschiedenen Routenplanern. Gesucht wurde immer die kürzeste Strecke von Zentrum zu Zentrum, also mit dem Auto. Nicht Luftlinie, sondern das, was man mit dem Auto fahren würde. Es gibt ja verschiedene Routenplaner in Deutschland, deshalb haben wir uns einen Mittelwert errechnen lassen. Wer als erster 5 Punkte hat, gewinnt. Bei gleichem Abstand bekommt keiner einen Punkt. Alles verstanden? Ja. Die Zahlen kommen jetzt bei euch drauf und ich mache mal ein Beispiel für euch. Von Köln nach Berlin
Wie viel Kilometer? Eingabe bitte in Kilometer. Und dann gucken wir, wer näher dran ist und der kriegt den Punkt. So, 500.000, sag ich mal. 500.000 Kilometer. Ja. Gut. Stefan sagt also 500.000 Kilometer und Oku sagt 500 Kilometer. Und dann gucken wir mal, wer näher dran ist. Wahrscheinlich Oku. Ja, aber wir können das ja auch mal zeigen. Kannst du auch was eingeben, was ein bisschen realistisch ist? Sonst das kann das Programm nicht verarbeiten. So ist es richtig. Ja, höre ich gerade. Ja? Man rechnet oben mit Fingern, aber es hat nichts genützt. Dann sage ich 520. 520, ja. Kilometer ist gefragt. Natürlich. Ne? So, 520 sagt Stefan, 500 sagt Oku. Finde ich aber gut, dass du noch Witze machst, wenn du mit 20 Punkten Rückstand liegst. Okay, hier sind die Auflösungen. Köln nach Berlin. Ja, 563, das heißt, der Punkt würde an Stefan gehen, der ist nämlich mit 43 Kilometer Differenz näher dran. Alles verstanden soweit? Also so wird es gehen. Wer als erster 5 Punkte hat, der gewinnt. Hier ist die erste Entfernung für euch, beziehungsweise die Strecke. Und ihr gebt sie mir ein. Von Hannover bis München. Wie viel Kilometer? Wir haben Zeit, ne? Ja. Ja. Bis wir abschließen. Oku hat eingegeben. Kann ich noch mal klären, ja, ne? Jetzt aber was. Okay, beide Antworten habe ich. Oku sagt, das sind 400 Kilometer. Stefan sagt, das sind 710 von Hannover bis München. Ungefähr. Wie viel sind es denn wirklich? Da ist ja einiges zwischen. Scheiße. 579 und Stefan ist näher dran. Da war Oku ein bisschen luftlinienmäßig unterwegs. Da Stefan jetzt aber hat aber noch einen Abstecher nach Österreich gemacht, aber trotzdem der erste Punkt. Wie viel waren das? 509? Was? 579. Echt? Oder? Das kann man. Autostrecke ist ganz einfach. 569? 79. 79, okay. So, könnt ihr aber auch wieder löschen, denn es geht weiter mit diesen beiden Städten von Stuttgart nach Essen. Von Stuttgart nach Essen. Und okay, nicht vergessen zu drücken, wenn ihr euch sicher seid. Aber das seid ihr nicht, wie ich gerade sehe. Ich sehe noch nichts. Ich habe noch nicht gedrückt. Ja, ich nee, es wäre aber schön, wenn er es macht. Ja. So. Oku sagt 510, Stefan sagt 475. Und Stuttgart-Essen, wie viel? Lassen das Auto mal fahren. 409, das ist der zweite Punkt für Stefan. Stefan ist näher dran. 66 Kilometer nur Differenz. 101 Kilometer
Oku-Differenz. So. 2-0 für Stefan. Das ist die nächste Strecke, die ich von euch haben will. Bad Schwartau, Bad Tölz. Von Zentrum zu Zentrum übrigens. Bad Schwartau. Bad Schwartau, Bad Tölz. Bad Schwartau. Wo liegt Bad Schwartau? Ja. Ja, das würde das Ganze natürlich einfacher machen. Und gegen einen Koffer verrate ich sie auch. Bad Schwartau, Bad Tölz. Jetzt hätte ich gerne eine Antwort. Von Oko habe ich sie schon, von Stefan habe ich sie noch nicht. Was rechnest du, Stefan? Also nach Bad Tölz, so, ist schon viel Gurken, glaube ich. Ich weiß nicht, auch nicht hundertprozentig, wo Bad Schwartau ist, meine, aber ungefähr. Gut. Oku sagt 150 Kilometer, Stefan sagt 650 Kilometer. Jetzt wird es eindeutig. Bad Schwartau liegt in Niedersachsen, oder? Ostholstein. Von Holstein, ja. Gut. Ostholstein, ja, nach Oberbayern. Das ist ein Ritt. Und das ist der Punkt für Stefan. Das ist sein dritter. Hast du gewusst, wo das liegt, oder? Ich wusste, dass es irgendwo in Norddeutschland ist, dass irgendwie Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, aber genau wusste ich auch nicht. 3-0, 5 Punkte. Da ist er deutlich näher dran, Oku. So, jetzt nochmal konzentrieren. Entfernung Nummer 4 von Dresden nach Nürnberg. Wie viele Kilometer sind das denn? Ruhe. Von Dresden nach Nürnberg. Oku. Ich hatte schon drin. Nee, aber hör auf zu flirten da. Auf die Tasten gucken. Ja, ach, ich so. Weiß ja nicht. Nicht auf meine, auf deine. Natürlich. Leider sehe ich nichts. So, beide eingeben jetzt mal. Dresden-Nürnberg. Sollte bekannt sein. Von Zentrum zu Zentrum aber auch. Scheiße, na, oh. Nicht mehr wegmachen, ne? Nein, ihr habt beide okay gemacht. Oku sagt 250, Stefan sagt 290. Das ist sehr nah dran. Dresden-Nürnberg. Ja. 307, nur 17 Kilometer. Verschätzt von Stefan. So, Stefan, jetzt noch eine sexy Stimme und du könntest als Navi arbeiten. 4-0. Wahnsinn. So, Oku, jetzt aber ist noch alles drin. Aber jetzt mal Handbremse lösen. Hier ist die vielleicht letzte Entfernung. Der nächste Punkt an Stefan, dann ist dieses Spiel vorbei. Von Pirmasens nach Suhl. Suhl. Wenn du schon mal weißt, wo Pirmasens ist, ist ja auch schon gut. Pirmasens wissen auch schon einige nicht. Aber Suhl? Pirmasens hat in den 70er Jahren in der zweiten Liga gespielt. Was ist denn hier? Erst holt er den Okudera raus, jetzt Pirmasens. Das Einzige, was mir zu Pirmasens einfällt. Ja. Aber zu Suhl fällt mir auch was ein. Ich weiß auch, wo Suhl ist. Dann fahr da mal hin mit dem Zollstock und misst das ab. Pirmasens nach Suhl. Wir brauchen die Entfernung. Wo ist denn Suhl, Stefan? Bitte? Wo ist denn Suhl?
Das ist, tja, hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Kann man inhaltlich so stehen lassen? Singst du gerade ein Lied oder fährst du die Strecke ab im Kopf? Mit Musik, die Strecke. Okay. Ja. Hast du einen? So, ich brauche eine Antwort. Von Pirmasens nach Suhl. Oku hat eingegeben. Stefan? Oku sagt 300 Kilometer. Stefan sagt 370 Kilometer. Ja, das könnte knapp werden. Pirmasens liegt im Pfälzerwald. In der Pfalz und Suhl liegt halt im Thüringer, in dem Thüringer. Das ist korrekt, im Thüringer. Vom Pfälzer in Thüringer 341. Oh, ganz knapp. 29 zu 41 Kilometer, aber dann doch ein verdienter Sieg bei Entfernungen für Stefan. Und damit ist Stefan wieder da. Wir gucken auf die Anzeigetafel. Stefan jetzt 35 Punkte, Oku 43, immer noch 8 Punkte Vorsprung. Und das ist unser nächstes Spiel. Englisch Fußball. Klingt blutig, ist es aber nicht. Englisch Fußball. Hast du eine Idee, Oku? Nein. Es ist ein sehr, sehr altes Spiel, noch älter als das eigentliche Fußballspiel. Hat man früher in England mit Stein oder was auch immer, Büchsen, Knochen gespielt. Und folgendermaßen geht es. Ihr müsst immer mit einem Puck durch die anderen beiden durchspielen. Also das ist immer die Startaufstellung. Ja? Dann habt ihr natürlich immer zwei Möglichkeiten, so und dann den nächsten so. Ihr müsst immer nach vorne spielen, das ist wichtig. Spielt ihr zurück, ist der Angriff abgebrochen und der Gegner ist dran. Der Gegner fängt dann von da an, oder? Nein, er fängt von da an, ne? Okay. Jeweils die Tore. Ihr bekommt einen Punkt, wenn ihr den Puck innerhalb der Torlinien platziert. Also ein Schuss und dann geht, wenn man jetzt von da spielt, dieser Puck hier rein, gibt es einen Punkt. Okay. Das ist kein Punkt, das ist kein Punkt, das ist kein Punkt. Das heißt, die Torlinien dürfen nicht berührt werden. Okay. Nur wenn man im freien Torfeld den Puck platziert, gibt es einen welcher Punkt. Welcher ist egal, ne? Welcher ist egal. Okay. Einen Punkt gibt es. Ach, hier, darf ich auch mal, ne? Gerade. Einen Punkt gibt es, wenn man vom nahen Feld trifft. Wenn man aus seinem eigenen Feld trifft, gibt es sogar zwei Punkte. Nochmal. Wenn du aus deinem eigenen Feld ins so. Tor triffst, okay. Zwei. Wenn du aus dem gegnerischen Feld triffst, ein Punkt. Also okay. Die Entfernung zählt da auch. Also wir spielen beide mit diesen drei Pucks. Und ihr spielt immer so lange, bis ihr einen Fehler macht. Mhm. Fehler sind, da komme ich jetzt zu, wenn ihr nicht dadurch, durch zwei Pucks durchtrefft, mhm. Ja, wenn du jetzt so machst, ging nicht. Fehler ist auch, wenn du durchspielen willst, aber einen anderen Puck berührst, dann wird auch der Angriff abgebrochen. Und ein Fehler ist, wenn der Puck eine Linie tangiert. Ja? Das heißt, hier oder hier, das ist praktisch schon aus. Okay. Wenn eine Linie berührt wird, ist vorbei. Ausnahme natürlich die Mittellinie. Die wird zwangsläufig irgendwann berührt. Also die ist da nicht mit eingeschlossen. Also der Puck muss hier durch und der nächste muss dann im Prinzip da durch. Mach mal Platz, dann sehen wir uns alle. Ja, Entschuldigung. Bitte nochmal. Der nächste muss ja da durch, weil du nur nach vorne spielen darfst. Ne? Richtig. Und wenn der jetzt nur so ist, dann hat er zwar die Linie überquert oder nicht? Dann hat er die Linie erklärt, aber es wird dann natürlich schwierig. Ja? Das heißt, hier müssen wir jetzt irgendwie kein Maßband anlegen, weil der nächste Schuss ist eh eigentlich unrealistisch. Ja? Alles verstanden soweit? Wer als erster 5 Punkte hat, der gewinnt dieses Spiel. Okay. So, und jetzt müssen wir natürlich noch losen, wer anfängt. Und der andere hat dann natürlich noch den Nachschuss. Ne? Oku, möchtest du gelb oder schwarz? Schwarz. Und nochmal wieder umdrehen für uns alle zu Hause. Schwarz? Okay. Es ist gelb, Stefan beginnt. Dann würde ich sagen, Stefan beginnt von hier. Ja. Okay. Das ist immer die Startaufstellung.
Oko, du musst runter mit mir. Also immer nur derjenige, der schießt, ist auf dem Pitch. Es geht los. Spiel 13, Englisch Fußball. So, auf geht's für Stefan Raab. So, da ist es natürlich jetzt an der Zeit, den richtigen Schwung mitzunehmen. Nicht zu fest, nicht zu locker. Er spielt mit der Picke. Ja, da verschafft er sich eine gute Position. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, geht er jetzt schon auf Tor aus der eigenen Hälfte? Ist natürlich riskant, ob der Ball da hinten liegen bleibt. Der Ball ist gut, der Puck. Ja, riskiert er natürlich nicht, hätte mich auch gewundert. Tastet sich da an das gegnerische Torfeld ran. Ja, war deutlich nach vorne gespielt und auch nicht, war nicht so dicht an die Linie. Meine Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen, Sie müssten die Atmosphäre hier im Studio mitkriegen. Man hört eine Stecknadel fallen. Es geht hier heute um 2,5 Millionen. Die Anzahl der ist egal, ne? Wie viele versuche ich zu brauchen? Okay, die Anzahl der. Englisch Fußball in der entscheidenden Phase bei Schlag den Raab. Gewinnt Stefan, geht er wieder in Führung. Tastet sich da ganz genüsslich und gemütlich, jetzt mit ganz viel Gefühl an das gegnerische Torfeld ran. Und noch einmal für den Hinterkopf. Man muss immer nach vorne spielen. Zwischen den beiden anderen Pucks durch, immer nach vorne. Oku beobachtet das ganz genau. Naja, macht das ganz, ganz sicher. Jetzt wird es immer schwieriger, die Linien nicht zu touchieren. Jetzt kommt er nah ans gegnerische Feld, ans Torfeld. So, jetzt bin ich gespannt. Wann geht er auf den Treffer? So, das ist jetzt vielleicht schon die Möglichkeit. Oder versucht er noch näher ranzukommen? Man kennt das, wenn man es mit Münzen gespielt hat, dann allerdings mit Fingern irgendwo auf dem Tisch zwischendurch schnippen. Aber jetzt hier da im Fuß hat man natürlich nicht so viel Gefühl. Schafft er jetzt die 1-0-Führung und baut damit Druck auf Oku. 0.20 Uhr, es knistert bei Schlag den Raab. Man sieht, was er denkt. Versucht es nochmal dichter ranzukommen. So, den jetzt nochmal quer platzieren. Dann hat er mit dem Roten gleich eine. Oh, jetzt muss er. Sie sehen selbst. Das war vielleicht einer zu viel. Es ist noch zu retten, aber schwierig, schwierig, schwierig. Heieiei. Kannst du nur den Roten? Ja. Ja, er muss ja nach vorne spielen. Den Blauen könnte er nur nach hinten oder gerade spielen. So. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Da gibt es jetzt hier schon. Szenenapplaus für Stefan Raab. Und jetzt kommt es auf das Gefühl an, dass er da im rechten Fuß hat. Jetzt muss er rein, wa? Jetzt muss er rein. Na, im linken macht das. Ja, was heißt, jetzt muss er rein? Da ist er drin. Erster Treffer für Raab. Er schließt also seinen ersten Angriff erfolgreich ab und führt mit 1-0. Da hat er sich in eine bedrohliche Situation gebracht, die aber dann, ja, ob ihr das jetzt aufbaut, weiß ich nicht. Aber ich sag's einfach mal, brillant gelöst. Du kannst loslegen, genau. So, er macht das, glaube ich, zügiger und schnell. Na, nee, jetzt guckt er auch schon. Auch mit der Spitze, also da kommt keiner von beiden auf die Idee, das mit der Innenseite zu spielen. Schneller gleich.
Das fand ich gut. Ich weiß gar nicht, worüber er jetzt da nachdenkt, der Oku. Das ist doch alles noch im grünen Bereich. Ja, was macht er denn? Ja. Jetzt hat er Tempo drin. Würde mich mal sehr, sehr interessieren, was er da vorher überlegt hat. Und jetzt hat er sich in eine schwierige Situation gebracht. Den muss er jetzt dann mal etwas weiter spielen, um das wieder zu bereinigen. Er kann das mit nach vorne spielen machen. Gut, hat er gut gelöst. Irgendwann wird er anfangen, drüber nachzudenken. Da bin ich mir ganz sicher, dass er hier ein reicher Mann an diesem Abend werden kann. 2,5 Millionen Euro. Ja, jetzt würde ich an seiner Stelle natürlich auch noch dichter ran, denn er ist schon in Stephansfeld. Das heißt, es gibt sowieso nur einen Punkt für den Treffer, wenn er den Puck im gegnerischen Torraum unterbringt. Ja, und damit glaube ich mal, das müsste schon ein echter Kunstschuss werden, wenn er das noch hinbekommen will. Denn er kann ja nur den Roten zwischen Blau und Gelb durchspielen. Weil das wäre die Vorwärtsbewegung. Das wird nicht funktionieren und wird Stefan Raab die Möglichkeit geben. Probier's, aber es sieht nicht wirklich gut aus. Berührt, faul, das heißt, Stefan ist dran und du willst ganz schnell auf die Toilette gehen. Tatsächlich? Ja. Was ist denn hier los? Oh, guck mal hier. Oku, deshalb hast du dir so lange Zeit gelassen. Übrigens, kurze Information für alle, weil ich glaube, das Publikum nicht Lust hat, bis 4 Uhr hier zu bleiben. Ja. Werden wir es so machen, dass wir jeden Angriff jetzt mit 2 Minuten begrenzen zeitlich. Kein Mensch hat das so langsam gespielt wie ihr gerade, was ja okay ist. Ich laufe nicht, oder? Aber du willst laufen? Gut, lauf, geh pinkeln. Ab jetzt, ja? Aber hier, der Notar muss mit, ne? Oku will pinkeln und der Notar muss mit. So, also 2 Minuten pro Angriff. Du führst mit 1-0, Stefan. Können wir da eine Kamera mitschicken? Sehr gerne, ja. Nein, machen wir natürlich nicht. Nein, Sie sehen das nachher im Internet, meine Damen und Herren. Ja. So, es geht los. Stefan, zweiter Angriff. 2 Minuten, die Zeit läuft ab jetzt. Achso, okay. Dann ja, ich sag sie dir mal an. Läuft jetzt, oder? Ja, 1,57 nur noch. So, spätestens jetzt wissen wir, dass Oku schon so etwas wie Nervosität verspürt, dass er jetzt plötzlich pullern muss. Und Stefan Raab jetzt mit deutlich mehr Geschwindigkeit. Links oben den Sie eingeblendet, wie lange er für diesen Angriff noch Zeit hat. Ich werde das immer wieder erwähnen, damit er das auch mitbekommt. 1,40 noch für diesen Angriff für Stefan Raab. Den Mann mit der linken Pike. Zur Orientierung, dein erster Angriff hat über 4 Minuten gedauert, damit du ungefähr weißt, von was für 2 Minuten wir jetzt hier reden. 1,20 noch Zeit für Stefan Raab. Erhöht natürlich den Druck, wenn man das jetzt ein bisschen mit Tempo machen muss. Er muss den gelben spielen, macht er gut. Also, das ist schon erstaunlich. Hat er gutes Gefühl. Ja, ja, jetzt geht er nochmal. 1 Minute hast du noch. Alles gut in der Zeit. So, jetzt nochmal den gelben. Und jetzt, ja, geht er jetzt schon mit Blau auf den Treffer? Ich bin gespannt. Das sind noch 50 Sekunden. Ich schieße ihn jetzt da hin und dann schieße ich den da. Okay. Aber mit Ansage jetzt. Muss aufpassen auf die Linien. Hui, oh. Hui, hui, ja, jetzt muss er den. Oh, jetzt wird es natürlich schwierig. Naja, was heißt, wird schwierig? Ah! Scheiße! Oh, hat keiner gehört. Also 2 Minuten. Zu viel. 2 Minuten. Oku, bist wieder da. Das gilt jetzt nicht, oder was? Da geht gar nichts. Hast du Hände gewaschen? Null. Wie immer. Ja, hast auch noch null geschafft. Null für diesen Angriff von Raab. Also nichts, gar nichts. Unter 1-0 für Stefan. 2 Minuten Zeitbegrenzung und Oku ist dran. Ja, da zu weit deutlich über die Tormarkierung hinausgerutscht und damit bleibt es beim 1-0 für Stefan. Also auch für Oku jetzt nach der Pullerpause 2 Minuten Zeit für diesen Angriff.
1,35 noch für diesen Angriff. Macht das auch ganz geduldig jetzt, aber eben mit deutlich mehr Tempo als vorher. 1,20 noch. Schön mit kurzen Bewegungen. So, jetzt die Torvorbereitung. Den ja klar. Und jetzt hat er eine fast identische Position wie Stefan vorher. Es ist eben die Schwierigkeit, den richtigen Schwung zu finden, dass er auch wirklich innerhalb des Feldes liegen bleibt. Er schafft's! Treffer für Oku. 1:1. Ah, er scheint da allen unnötigen Ballast vorhin auf der Toilette abgeworfen zu haben. Spielt wie befreit auf hier. Und die Zeit läuft. 1:50, also noch viel Zeit für Stefan. Also ich sag's Ihnen ganz ehrlich, für mich vom Gefühl her, vom Verlauf des Abends, die spannendste Schlag den Raab folgen. Jedes Spiel, jedes Match. Wie sagt man, spitz auf Knopf. 1,5 Minuten noch. Gut gelöst. 1,20 noch. Das wird er sehr gut vorbereitet. So. Ah, das ist natürlich weit weg. Ja, er legt nochmal vor. 1 Minute noch. So, geht das jetzt an mit dem Gelben oder liegt da? Ja, das wäre die Andeutung, nochmal quer zu legen. Nochmal, die Linien dürfen nicht berührt werden. So, 40 Sekunden jetzt noch. Ja. 1,5 Minute noch Zeit für Stefan Raab. Und er macht ihn! 2:1. Gutes Gefühl im linken Fuß. Raab mit 2:1 in Führung. Oku, warte. Okay, jetzt deine Zeit läuft ab jetzt. So, da haben wir nochmal kurz die Zeitlupe von Raab gesehen. Jetzt schon wieder Oku. Geht deutlich schneller. Oh, das macht er aber jetzt ganz lässig. 1,45 noch. Unglaubliche Spannung hier am frühen Sonntagmorgen. Und da ist die Möglichkeit. Wo guckt er da hin? Nach oben. Der Pfarrer ist ausgeschieden. Klasse. 2:2. Und das macht diesen Abend aus. Jedes einzelne Spiel ist unglaublich umkämpft. Und deine Zeit läuft ab jetzt. Wieder 2 Minuten Angriffszeit, jetzt also dann wieder für Stefan Raab. Er legt vor, er kann Druck aufbauen auf Oku. Noch. Sehr zielsicher. 1,20 noch. Ich kann den jetzt aber auch hier hinspielen und dann den roten nochmal durch. Die Reihenfolge ist ja wurscht, ne? Ja, völlig egal. Mach ich aber nicht. Aber gut, dass du gefragt hast. Eine Minute noch. Oh, aber das kann er mit dem Gelben durchaus schaffen.
dann läge der Rote bereit. Ja. So, platziert er den wieder aus dieser Entfernung. Es kommt wieder auf Gefühl an, in der linken Pike. Du hast noch 36 Sekunden. Nein! Soweit. Das ist kein Tor, kein Treffer. Es bleibt beim 2:2. So, und das ist jetzt die Möglichkeit auf 3:2. Ich will jetzt nicht sagen, davon zu ziehen, aber in Führung zu gehen. Was machst du, Stefan? Bitte? Ach so. Ich guck mal, ob der Olofemi auch abgezogen hat. Ja. Aber der Olofemi ist schon lange wieder in München. Das ist der Oku hier heute Abend. Kann ja dem Notar gleich als Toilettenmann draußen bleiben. Gut, dann kommt er nochmal mit. Die Zeit läuft ab jetzt. Ja, also... Sollte er tatsächlich Stefan hier noch mehr unter Druck setzen? Noch einmal. In dieser Situation wie am heutigen Abend haben wir Stefan Raab schon lange nicht mehr erlebt. Oku ist ein ganz, ganz gefährlicher, ein würdiger Herausforderer. 1,40 noch für diesen Angriff. Und weiterhin die Möglichkeit, mit 3:2 in Führung zu gehen. Noch. So, jetzt hat auch er die Möglichkeit, oder legt er nochmal quer? Ja, geht das da im Kopf nochmal durch? 1:05 noch. Raab ist wieder da und muss jetzt was mit ansehen? Eine Minute noch und es ist die Chance zur Führung für Oku. Ja. Und er nutzt sie. So, und die Zeit für Stefan läuft ab jetzt. Ihr dürft schon dran denken, dass es 2 Punkte gibt für einen Treffer, wenn man aus der eigenen Hälfte versenkt, ne? Nur nochmal so fürs Protokoll. Ja, das kann natürlich nur jemand sagen, für den es hier um nichts geht. Das ist ja eine unglaubliche Entfernung aus der eigenen Hälfte. Wir haben gesehen, dass man aus viel kürzerer Distanz scheitern kann, Herr Oppenhövel. Bitte? Aus der gegnerischen, aus der eigenen Hälfte treffen. Hui, hui, hui. So, 1:10 noch für Stefan Raab die Zeit. Jetzt. Ja. Ach, das ist... Man fiebert mit und wie gesagt, hier im Studio, da hustet keiner mehr. Da den nochmal quer. Ja, das ist machbar, das ist machbar. Er kann den Gelben noch nach vorne spielen, am Roten vorbei, aber er darf eben auch nicht hinten an die Linie kommen. Noch 20 Sekunden, Stefan. 20 Sekunden noch. Er schafft's, aber der Ball, der Puck ist auf der Linie. Der ist auf der Linie. Das war's. Angriff von Oku jetzt. So, und sollte Oku jetzt 3:2. Dann haben wir die läuft ab jetzt. Von Matthias Oppenhövel angesprochene Situation. Dann muss Raab schon den nächsten Angriff fast es aus der eigenen Hälfte versuchen, um hier im Geschäft zu bleiben. Aber jetzt schauen wir erstmal, was Oku macht. Das geht wieder sehr zügig. Die Möglichkeit zum 4:2 hier beim englischen Fußball. 1:40 noch. Wenn du jetzt das wird er doch. Ich dachte schon. Hättest du gewonnen. Bitte? 2 hat er, ne? 2 Tore. Er hat 3:2. Wie? 3:2 steht schon. Er führt. Und er hat nachgezogen. So, und jetzt hat er sogar die Chance zum 4:2.
Mit so viel Anlauf wird er den nicht machen. Nein, soweit kein Treffer. Es bleibt beim 3:2 für Oku. Es gibt keinen Nachschießen. Doch, ne? Natürlich. Also wenn er jetzt... Du hast angefangen. Also okay, alles klar. Aber da Oku führt. Okay, okay. Man muss aber zuerst fünf. Darf er nochmal? Es geht wirklich darum, wer zuerst fünf hat. Wer zuerst fünf hat, aber wenn es Stefan ist, darfst du nochmal den Nachschuss machen. Dein Angriff, ach, weil so, okay. Stefan ja angefangen hat. Ja? Gut. So, 2 Minuten. Läuft. Wird es einer riskieren, hier diesen Schuss aus der eigenen Hälfte, um sich 2 Punkte zu sichern? Schon eine schwierige Situation, aber sehr gut gelöst. ...1,40 noch. ...1,25 noch, Raab in der Nähe des gegnerischen Torraums. Mit der Chance zum 3:3. Was spielt er jetzt gut? Jetzt könnte schon etwas kniffliger werden. Ja, so. Geht er auf Treffer oder versucht das später mit dem Roten? Nein! Und er geht nicht auf den Treffer, wollte es mit dem Roten versuchen, aber landet hinten auf der Torauslinie. Nächste Chance für Oku. Normal würde man sagen... Wenn du jetzt einen Zweier machst, hast du das Spiel gewonnen. Nur zur Information. Deine Zeit läuft ab jetzt. Nee, ich lasse es lieber. Hier wird kein Druck aufgebaut. Normalerweise würde man sagen, es ist interessanter, einer Wiese beim Wachsen zuzusehen, als so ein Spiel. Aber wenn es um 2 Millionen Euro geht und Oku mit der Möglichkeit hier nach vorne marschiert, 4:2 in Führung zu gehen, dann hätte er im nächsten Spiel ein Matchballspiel. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, und damit... Naja, noch. Er darf ja schon mal probieren, ne? Sieht zwar ziemlich aussichtslos aus, aber probieren darf er. Also wenn er den da rumschnippelt, gibt es eine kleine Fanta ohne Eis. Bisschen Außenriss geht da schon. Unglaublich. Schade. Gar nicht schlecht. Okay, Stefans Angriff. So, Raab also jetzt mit der Möglichkeit, zum 3:3 zu kommen. Ja, ich weiß gar nicht, über was er da immer nachdenkt. Aber vielleicht doch mal auf den Zweier geht. So, deine Zeit läuft ab jetzt. Tja, wer riskiert in dieser Phase dieser Sendung den großen Tritt? 1,40 noch. ...1,25 noch. Er geht auf einen Punkt. 1,10 noch. Kommt er jetzt zum Ausgleich? ...40 Sekunden noch. So, jetzt die Chance. Nein!
Treffer. Mann. 3-2 für Oku. Deine Zeit läuft. Sehr, sehr zügig. 1,5 Minuten noch Zeit, also jede Menge. Gibt's jetzt das 4-2? Oh, das war knapp, aber jetzt hat er natürlich alle Chancen, hier auf 4-2 zu erhöhen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Der ist hinten an der Linie und das heißt, er schafft es wieder nicht. In einem Fußballspiel würde man sagen, wenn man so viele Chancen vertut, wird man am Ende vom Gegner bestraft. Zeit läuft für Stefan, ab jetzt. Herr Busch, Mann. So, jetzt ist die Frage, kommt Raab jetzt mit der Antwort? Vielleicht haben Sie es gehört. Das war richtig doof, das war scheiße. So spricht gerade Oku. Und was macht Stefan? 1,30 noch. Ist noch lösbar. Er macht's 3-3. Und die Zeit für Oku läuft. Ganz souverän. Hier nochmal die Zeitlupe. Oh, oh, oh. Ja, das ist jetzt untergegangen, da dann noch die Zeitlupe lief von Stefan, dass Oku sich in eine fast unlösbare Situation gebracht hat, weil er den einfach zu locker spielt. Vorbei. Und jetzt hat Raab die Chance, seinerseits hier die Führung zu übernehmen. Das wird so spannend machen. Stefans Zeit läuft ab jetzt. Das war noch doofer. Das war noch doofer. Ui, 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 ui. Anderthalb Minuten noch. Uiuiui, ui, ui, das ist aber jetzt, das ist eine enge Kiste, aber machbar. Ja. Eine Minute und 5 Sekunden noch. So. Ich will noch dichter ran. Fünfundvierzig Sekunden noch.
Prost, Buschi. Ja, jetzt muss ich gleich mal aufs Klo. Hervorragend. Ja. Raab führt mit 4:3. Ja! Jetzt ist der Tiger wieder da. Stefan Raab schiebt den Puck rein und jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion von Oku. Stefan wieder vorn. Lag 2:3 hinten, jetzt 4:3 vorn. Oku, nochmal, wenn du jetzt einen Zweier versenkst, hast du das Spiel gewonnen. Das sind die Regeln. Wir haben noch keinen Versuch aus der eigenen Hälfte gesehen, aber ich kann es nachvollziehen, dass er da vorsichtig ist. Denn er hat ja immer noch die Chance, hier immer nachzuziehen. Kann jetzt also zum 4:4 Ausgleich kommen. Jetzt wird es aber schon wieder eng da mit den Linien hinten. Ja, du kannst. Na, das geht noch. Ja, es gibt da. Na, es gibt noch. Ja, gut. Ich bin mal ruhig. Leute! Das ist auch Vorsagen. Ja. Also. 30 Sekunden noch. So. Nein, vor der Linie auch. Ja, Linie also, berührt ist Feierabend. Ich dachte von vorne nicht. Nein. Hier, diese Linien dürfen ja auch nicht berührt werden. Das ist ja im Prinzip dieselbe wie die Seitenauslinie. Leute, das ist ein taktisches Spiel, ne? Da darf man auch nicht vorsagen, ne? Das ist richtig. Und deine Zeit läuft ab jetzt, Stefan. Das ist genau wie bei den... So, trifft Raab jetzt... hat er noch nicht sicher gewonnen, denn Oku hat dann im Nachzug noch die Chance, aus der eigenen Hälfte zu treffen. Aber das muss er dann auch. Also wenn Raab hier gewinnt, baut er unfassbaren Druck auf den Mann, der heute nach 2,5 Millionen Euro hier greift. Spielt das jetzt recht zügig. 1:10 noch die Zeit für Stefan Raab für diesen Angriff. Na, macht er jetzt ganz souverän. Ja, mit kurzen Schüben ganz gleichmäßig kommt er dann nach vorne. So. Ja. 45 Sekunden noch. So, aber Galama, Galama. Aber jetzt. Es ist noch nicht entschieden. Oku mit einem Treffer aus der eigenen Hälfte würde hier zum 5:5 ausgleichen. Und das ist nichts an Oku zu verraten. Das muss er machen. Sonst ist die Messe hier gelesen und er bleibt hängen. Was war das denn? Das war ein Foul. Er ist hängen geblieben. Das war ein Schuss. Und das Spiel geht an Stefan. Ja! Er bleibt hängen! Das gibt's ja nicht! Guck's dir nochmal an. Du hast selbst gemerkt, ne? In der Sekunde. Ja. Guck, du hast geschossen. Da ist der Schwung. Du bleibst an der Sohle hängen. Ja. Oh, das ist bitter. Ja.
Was habe ich denn erzählt die ganze Zeit? Aber ja, nein, ja. Hört mal auf den Buschmann da oben. Mann, Mann, hättest du es nicht, so, hättest du das mal nicht gemacht, dann müsste ich noch drüber ärgern. Das sind Punkte für Stefan und zwar genau 13 Stück. Ich hab das Schiff, ey. Ich ärgere mich so drüber, das gibt's gar nicht. 48 für Stefan. Seit langem mal wieder eine Führung, 43. Und so hast du das Ding mal eben aus 30 Metern versenkt. Ja, leider zu spät, Uku. So hart ist das Leben. Unfassbar spannend, unfassbar lang. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Gleich geht's weiter bei Schlag den Rab zwischen Uku und Stefan. Schönen Sonntagmorgen auch zusammen. Hier ist Schlag den Raab zwischen Oku und Stefan. Es geht um 2,5 Millionen Euro und wir sind noch lange nicht zu Hause. Das ist der Punktestand vor dem 14. Spiel. 48 Punkte für Stefan, 43 Punkte für Oku. Das heißt, Spiel 14 ist ein Matchballspiel für Stefan Raab. Und so heißt es. Wir bleiben am Pult. Dieses Spiel heißt Wer weiß mehr? Auch schon mal gespielt hier bei Schlag den Rab. Ich stelle euch beiden eine Frage, zu der es eine feste Anzahl an richtigen Antworten gibt. Ihr gebt abwechselnd eure Antwort ab. Wenn eine falsche Antwort dabei ist, bekommt der Gegner einen Punkt und die Frage ist aus dem Spiel. Wird alles geraten? Könnt ihr auch sein. Dann bekommt keiner einen Punkt. Und wer zuerst 5 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. So, wir losen aus, wer die erste Frage beginnt. Ab da immer abwechselnd. Oku. Schwarz oder gelb? Ich nehme gelb. Bleib bei gelb. Du beginnst, danach abwechselnd. Wir machen aber mal ein Beispiel. Und ihr habt pro Antwort immer 30 Sekunden Zeit. Gesucht sind die 8 Planeten unseres Sonnensystems. Oku, du beginnst, 30 Sekunden. Erde. Jo. Stefan? Ja, Mond, ne? Ja, Mond, ne? Das wäre ein Fehler. Wir reden vom Sonnensystem. Das ist ein Erdtrabant. Alles klar. Okay. Das wäre jetzt der erste Punkt für... Ja. Der Mond ist ja nur ein Erdtrabant. ...den Oku. Also, so einfach ist das Spiel. So schnell kann man auch Punkte... Das ist nur ein Beispiel ist. Völlig richtig. Na, sag mal so, Erde hätte ich auch gewusst. Ja. Da hätte ich auch mal mit angefangen. Gut. Auch jetzt beginnt Oku wieder, denn jetzt legen wir ja richtig los und ab dann... Jedes Mal? Ach nein, dann nicht. Dann immer abwechselnd, selbstverständlich. So, erste Frage ist diese. Gesucht sind die 20 größten deutschen Städte nach ihrer Einwohnerzahl. Oku beginnt... Wir müssen aber nicht mit der höchsten anfangen. Nein, egal. Okay. 20 sind es insgesamt. Okay. Und Oku beginnt jetzt. Mit Berlin. Ist dabei. Stefan, bitte. Hamburg. Jo. Oku. München. Auch. Stefan. Köln. Jawohl. Und 30 Sekunden laufen für Oku. Frankfurt. Dabei. Stefan. Noch 15 Sekunden. Dresden. Dresden. Richtig. Stuttgart. Das stimmt. Und Stefans Zeit läuft.
Hannover. Hannover ist auch dabei. Und Okus Zeit läuft. 30 Sekunden. Leipzig. Leipzig ist auch dabei. Stefan ist dran. Noch 15. Nürnberg. Nürnberg ist auch dabei. Und Boku bitte. Bremen. Das ging sehr schnell, ist auch dabei. Weiter geht's mit 30 Sekunden für Stefan. Düsseldorf. Hat er lange gebraucht für diese Stadt, richtig. Weiter geht's. Oku. Freiburg. Freiburg ist nicht dabei. Das ist der erste Punkt für Stefan. Also diese Freiburg. Städte hätten wir noch gehabt. Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, oh, Bielefeld. Bonn und Mannheim. Oh, guck mal, Bonn hat es auch noch geschafft. Das war jetzt, also da kann ich ein Fehler. Sagen. Sehr schnell warst du immer, sehr sicher, aber das ist der erste Fehler und sprich der erste Punkt für Stefan. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Sollte Stefan sein, hat er diesen Abend gewonnen. Und hier ist die nächste Frage für euch. Gesucht sind die deutschen Titel aller James Bond Filme. Es sind 22 Stück. Von mir gibt es eine Anmerkung. Sag niemals nie ist kein offizieller Bond Film, weil das nämlich eine andere Produktionsfirma war. Taucht also in dieser Liste von uns nicht auf. Also bitte sagt nicht, sagt niemals nie. Das darf ich nämlich nicht gelten lassen, weil es nicht stimmt. Also es sind insgesamt 22 alle deutschen Titel der James Bond Filme. Es gibt ja auch Titel, die keine deutsche Übersetzung haben, oder? Es gibt auch Titel, die keine deutsche Übersetzung haben. Das heißt, gilt dann der englische Titel als deutscher Titel? Ja. Okay. Das ist manchmal der Fall und dann ist es der englische Titel. Also dann kann ich den nennen, das ist dann kein darfst Fehler. Du den nennen, okay, klar. Alles klar. Stefan fängt jetzt an und die ersten 30 Sekunden laufen für dich, Stefan. Ja, Casino Royale. Casino Royale, das ist korrekt. Und Oku. Ein Quantum Trost. Auch das ist richtig. Und Stefan. Der Spiel... Der Mann mit dem goldenen Colt. Der Mann mit dem goldenen Colt ist dabei. Oku. Ui, das war mein... Ich kenne nur die englischen Titel. Leben. Leben und sterben lassen. Leben und sterben lassen. Oku sagt leben und sterben lassen und hat recht. 30 Sekunden für Stefan. Liebesgrüße aus Moskau. Ist dabei. 30 Sekunden für Oku. Mann mit goldenem Gold ist Goldfinger, oder? Ich kenne die englischen Titel. Das ärgert mich ein bisschen. 10 Sekunden. Ich kenne den englischen Titel Octopussy. Octopussy ist dabei, ist auch der deutsche Titel gewesen. Richtig. Stefan, läuft. Moonraker. Moonraker ist dabei. Und Okus Zeit. Leute. Ruhe bitte. Noch 10 Sekunden, Oku. Bitte leise. Letzten 4. Oku. Kommt da noch was?
Es kommt nichts mehr. Das ist der zweite Punkt für Stefan. Das hätten wir gehabt noch. James Bond jagt Dr. No. Goldfinger. Scheiße, Goldfinger. Ja, du hast es gemurmelt. Das war der Mann mit dem goldenen Colt vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin mir jetzt eng geworden. Ich hätte noch zwei gewusst. Goldfinger und der Spion. Ich wundere mich eh, hör mal. Was ist denn los? Bitte? Wundere mich eh. Dafür, dass du drei Filme gesehen hast in deinem Leben. So, jetzt haust du noch alle fünf Harry Potter hinten drauf. Ja. 2:0 für Stefan. Wer als erstes 5 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Stefan führt 2:0. Wir kommen zu unserer dritten Frage. Die lautet folgendermaßen. Gesucht sind die deutschen Fußballmeister seit 1949. Genauer nur die Westmeister der Herren. Was? Westmeister. Westmeister? Westen. Westen von Deutschland. Ach so, okay. Ja? Und keine Frauen. Ja, 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 ja. Mehrfachsieger tauchen natürlich nur einmal auf. 16 Vereine waren im Westen seit 1949 mal Meister. 16 Vereine suchen wir. Oku beginnt. 30 Sekunden laufen ab jetzt. Bayern München. Bayern München ist dabei. Borussia Mönchengladbach. Ja, selbstverständlich. Oku, deine Zeit läuft. Ja. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist auch richtig. Werder Bremen. Werder Bremen stimmt auch. Oku. Erster FC Köln. Der erste FC Köln ist dreimal deutscher Meister gewesen. Seit 1949. Stefan. HSV. Auch der HSV ist dabei. Oku. VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart. Vor 2 Jahren. Das letzte Mal richtig. Stefan. Noch 20 Sekunden. Kaiserslautern. Ja, 1. FC Kaiserslautern ist dabei. Und Oku, deine Zeit läuft. Seit 1949. 15 Sekunden noch. Mist. Oku, 7. Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen, sagst du. Und du hast recht. Stefan. Deine Zeit läuft ab jetzt, Stefan. FC Nürnberg. Der FC Nürnberg ist auch dabei. Richtig. Oku, deine Zeit läuft. Du kannst aber auch gerne rumlaufen dabei. Aber nichts wird bitte vorgesagt. Oku, soweit nicht. Soweit nicht. Soweit nicht. Entschuldigung. Alles. Schalke 04. Schalke 04 ist dabei. Oku, jetzt hinsetzen bitte. Du gehst mir hier zu viel rum. Entschuldigung. Aufstehen darfst du, aber nicht nach hinten. Stefan, deine Zeit läuft ab jetzt. Oku, bitte hinsetzen. 10 Sekunden, Stefan. Ich meine mich zu erinnern, dass Frankfurt deutscher Meister mal war. Ja, was sagst du? Ja, Frankfurt. Okay. Ist Frankfurt dabei? Eintracht Frankfurt ist dabei. Oku, bitte sitzen. Entschuldigung. Ja, ich weiß, es ist hart, aber ich stehen kann ich. Ja, stehen kann du ich. Kannst stehen, aber nicht nach hinten gucken. Deine Zeit läuft jetzt. 30 Sekunden.
Bitte nichts aus dem Publikum. Es geht um 2,5 Millionen Euro. Wir wollen fair bleiben. Oh Mann, Mann, Mann. 5 Sekunden noch. Ich sag Borussia Neunkirchen. Borussia Neunkirchen sagt Oku und das ist falsch. Gibt's nicht, der war noch da, das will ich sehen. Hier, diese Vereine haben wir noch gehabt. Hertha. VfR Mannheim, Hannover 96, TSV 1860 München und Eintracht Braunschweig. Hab ich Glück gehabt. Das, nächste hätte ich das ist der dritte Punkt für Stefan. Und er braucht nur noch 2. Dann hat er nicht nur dieses Spiel, sondern auch den Abend gewonnen, denn es ist ein Matchballspiel für Stefan Raab. Er führt 48-43. Unfassbar eng. Oko, es ist noch alles drin. So, jetzt beginnt Stefan wieder. Aber die Frage dazu ist folgende. Gesucht sind die 12 Tierkreiszeichen, auch Sternzeichen genannt. Die offiziellen Sternzeichen? Ja. 30 Sekunden für Stefan. Sie laufen ab jetzt. Waage. Richtig. Stier. Oko. Ja. Stefan. Wassermann. Ja. Steinbock. Jungfrau. Lalalala, erstmal immer auf mein Kommando, sonst können wir die Zeit nicht mitlaufen lassen. Stefan jetzt. Jungfrau. Jungfrau, richtig. Und jetzt Oku. Schütze. Schütze, richtig. Stefan. Ruhe bitte. Nichts vorsagen, auch wenn ihr noch nicht dabei wart. 15 Sekunden. Jetzt 5 Sekunden, Stefan. Fische. Fische ist dabei. Löwe. Löwe ist auch dabei und Stefan wieder. Widder. Widder ist dabei, richtig. Und Oku? Psst, Ruhe bitte. Oku, bleib hier. Du hast noch 10 Sekunden. Oku, hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben, zu mir gucken. Noch 5 Sekunden, Oku. Zeit ist um, keine Antwort. Das ist wieder ein Punkt für Stefan und wir hatten noch 3 Stück, zum Beispiel Skorpion, Zwillinge oder Krebs. Ja, Schuss gewesen jetzt. Wenn du einen gewusst hättest, wenn du einen gewusst hättest, hätte ich nicht mehr nachlegen können. Stefan führt mit 4-0. Im 14. Spiel ist es ein Matchballspiel für Stefan, das heißt, er kann jetzt mit dem nächsten Punkt, der nächsten Frage, diesen Abend beenden. Und dann haben wir 3 Millionen im Jackpot in der nächsten Schlag den Raab-Ausgabe und die gibt es am 23. Mai. Ist es vielleicht schon die letzte Frage im 14. Spiel? Ich nenne sie euch und Oku beginnt. Gesucht sind alle Teilnehmer der deutschen Ausgabe von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Es gab bisher 40 Dschungelcamp-Teilnehmer. 40 Stück hat es gegeben. Aber da jetzt reicht der Nachname, oder? Oder irgendein Begriff vom Namen. Ein Begriff vom Namen? Nee, also du meinst Nachname, ein Schimpfwort oder was? Ja, nee, aber wenn ich jetzt sage... so eindeutig hat, wie möglich. Opti oder so. Oder Opti. Opti. Ich war noch nicht drin. Nee, aber, ja, mir geht noch, habe ich mein Pocket-Sparbuch. Reicht dir der Nachname? Es reicht mir nicht immer der Nachname. Aber die sind ja nur mit Vornamen oft genannt worden, auch im Dschungelcamp, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber es sind ja nun auch Prominente und da kennt ihr da bestimmt was auch den Vornamen das? Dazu. Ja, so steht es hier zumindest. Oku, bitte hinsetzen. Ja, tut mir leid. Man merkt ja, dass ich daraus keinen Vorteil hole. Also, nein, ja. Aber wir wissen es ja nicht, wo der Blick hingeht. Ne? Wir müssen ich gucke nur hier hin. Schon ich glaub, immer noch
ganz streng sein, es geht um sehr, sehr viel Geld. Also, 40 Dschungelcamp-Teilnehmer hat es gegeben. Ich werde die Augen so weit zudrücken, wie es eben geht, wenn ihr mit Vorname und Nachname vielleicht hin dran geht, aber ich bräuchte schon so viel wie eben möglich. Ja? Oku beginnt 30 Sekunden ab jetzt. Julia Siegel. Ja, hat doch schon mal geklappt. Wo ist er denn? Julia Siegel. Stefan, deine Zeit. Ingrid van Bergen. Ingrid van Bergen, auch alles drin. Michaela Schaffrath. Michaela Schaffrath. Und Stefan. Günther Kaufmann. Günther Kaufmann, auch dabei. Und Oku? Ross. Ja? Ross Anthony, wie heißt der von der Band? Da war es doch schon, Ross Anthony. Ja? Good. Da war es doch schon, Ross Anthony, richtig. Und Stefan? Mausi Lugner. Mausi Lugner. Auch dabei. Jetzt ist Oku dran. Wendehals. Nachname. G. Wendehals. Ich brauche da mehr. Oh. DJ Tomek. Wer? Oder so. Ach, DJ, man darf dann nochmal ändern. Oder so? DJ Tomek, ich brauche eine Antwort. Okay. G-Punkt Wendehals hätte mir nicht gereicht, aber DJ Tomek. So, ist dabei. Stefan, 30 Sekunden. Gundis Zambo. Gundis Zambo. Was weißt du? Richtig. Sachen. Und Oku. Hm. Dafür hast du aber schon ein paar gewusst. Ich falle immer in den Medien. Oku, bleib hier mit dem Köpfchen. Noch 10 Sekunden. Jetzt. Gottfried Wendehals. Gottfried Wendehals. Das ist... So heißt er ja aber nicht. Nicht korrekt. Es ist nicht korrekt. Werner Böhm heißt er. Hm? Ich glaube, der heißt Werner Böhm. Wie heißt Gottfried, das ist nicht korrekt. Wir müssen hart bleiben und das heißt, Stefan gewinnt diesen Abend. Wenn was auch Gott liebt, und das ist die Kunstfigur, Gott liebt. Und es ist aber auch Werner Böhm. Es ist Werner Böhm. Achso, das hätte gar nicht gezählt. Das hätte auch gar nicht gezählt. Da, also da hätte ich sogar ein Auge zugedrückt. Nee, Quatsch, ist schon okay. Oku, sensationell. Danke schön. Komm. Du warst groß. Ganz, ganz groß. Aber lass dich drücken und trösten. Ich nehme es nicht so schwer. Ich hätte es euch gegönnt. Vielen Dank, Emilia. Stefan, reck das Ding einmal hoch. Ich hätte es euch gegönnt. Dankeschön. Seid nicht traurig. Stefan, hier, einmal hoch damit. Dankeschön. Das heißt, in der nächsten Ausgabe am 23. Mai spielen wir um 3 Millionen Euro. Und dann weiß ich auch nicht, mit welcher Schubkarre Emilia dann zu uns kommt. Sie können sich bewerben unter www.schlagdenraab.de, wenn Sie gegen ihn antreten wollen. Und der Gewinner der 5 Smarts kann jetzt auch eine Flasche aufmachen, ist unten eingeblendet. Und wir wünschen Ihnen eine gute Nacht aus Köln. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Durchhalten. Und vielen Dank an Oku, der wirklich ein richtiger harter Kandidat für mich war. Das habe ich im letzten Jahr eigentlich kaum erlebt. Das war wirklich eng und wirklich absoluten Respekt. Er hat sich immer konzentriert, er war immer auf der Höhe, einer der besten Kandidaten und sympathischsten, finde ich, der letzten Ausgaben. Vielen Dank an Oku. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, macht es gut.